Einen wunderschönen guten Abend. Passt alles? Sitzt alles? Es kann losgehen. Ich grüße euch an diesem, was haben wir heute? Aschermittwoch. Es ist schon wieder mitten in der Woche. Oh, boah. So. Sitzt alles, wackelt und hat Luft. Dann kann es aber losgehen, ne? Hinein ins Getümmel, wie man so schön sagt. Ja, ein Mittwoch wieder ein Tag vorbei. Jo, müde, müde, müde bin ich. Oh. Den ganzen Tag hat es geklingelt heute, den ganzen Tag. Andauerndes Paketdienst kommen. Oh. Erst ein Paket, dann zwei, dann wieder eins, oh. Also das alles auf einmal bringen, nein. Also jetzt habe ich, glaube ich, zwei habe ich jetzt oben. Unten müssen noch, glaube ich, drei stehen. Oh. Schlimm, schlimm, ja. Was stehen denn? Dann bei einem hat er die Unterschrift gewollt. Ja, hallo? Jesus Christ, ja. Erstmal wach werden, ja. Immer dieses Aufstehen hier und bis du dann mal in Wallung kommst hier. Schlimm, ja, schlimm. Heute habe ich angefangen hier auf Amazon Prime mit der siebten Staffel von Flash. Flash! Flash! Und da habe ich immer so ein bisschen schlauer gestern nach und nach dem Stream. Schlau gemacht im Internet wegen den ganzen Spielen, wo nicht mehr funktionieren. Also es ist definitiv irgendwas mit Windows, dass das eine Macke hat. Und ich müsste wirklich alles neu machen. Alles neu aufsetzen. Windows neu aufsetzen, etc. pp. Neu installieren. Und da ich dazu nicht fähig bin und mir die Arbeit schon gar nicht machen möchte, alles neu zu machen. Weil das haut dann eh nicht mehr hin. Nee. Dann spiel's halt nicht. Geht halt nicht. No. Nein. Schade. 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 Jo. Aber Windows hat definitiv eine Macke. Ja. Das Einzigste wäre, ich würde so ein Windows-Update wieder machen, weil das mache ich ja schon lange nicht mehr. Weil damals war ja dieses hier mit diesem ominösen schwarzen Bildschirm dann, wo gar nichts mehr ging. Und seitdem habe ich hier kein Update mehr gemacht. Wenn es da vielleicht wieder ein Update machen würde, vielleicht wird es dann wieder gehen. Ich weiß es nicht. Aber das mache ich ja nicht. Weil mir einfach die Gefahr zu groß ist, dass hier oder alles hier nicht mehr funktioniert. Wie damals nach dem Windows-Update, wo alles nur noch schwarz war. Und ich durch die Ka so eine chaotische Tastenkombination dann endlich wieder in den abgesicherten Modus reinkam. Nee, das mache ich nicht mehr. Dann verzichte ich lieber dann auf die Spiele zu machen. Wirklich. Das muss nicht sein. Da wäre ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Was ich heute machen werde, jo. Gestern war eigentlich cool, fand ich. War überrascht, dass alles so für meine Verhältnisse super, super funktioniert hat. Nur fand ich es dann halt traurig, dass die Leute, die ja eigentlich wissen, was für Möglichkeiten ich habe mit der Technik etc. Dann noch Fragen, ja. Alles hier auf gut Deutsch gesagt, an Qualität etc.
Ja, klar. Habt ihr wohl hier eine egal, geholt. Ich werde es nicht mehr weiter beachten. Ich habe mir jetzt vorgenommen, es lässt mich jetzt kalt hier. Lässt mich kalt. Was ist Laptop? Spinnschweller. Weil alter Laptop spinnt halt ein bisschen. Er mag es jetzt ja richtig hier. Ja. Schön war heute ein normaler Tag. Kühl war es heute Morgen, ja. Kühl. Und dann wie gesagt Flash angefangen, die siebte Staffel. Geschlafen. Andauernd hat Postmann mich genervt. Der Paketdienst. Muss ich nachher nach dem Stream doch hier da ganzen Scheiß da hochtragen, ja. Das ist ärgerlich, Leute. Wenn du eh schon K.O. bist, ne, dann musst du auch alles hochschleppen hier. Und bei einem wollen die Unterschrift. Wohl aber so, ich weiß auch nicht. Nie gemacht. Ich weiß nicht, was da war, ja. Wahrscheinlich hat er einmal hier ein Paket vergessen, hat er nochmal gekommen, der Pullharsch. Aber immerhin ein Trinken hat er mir dann hochgebracht. Das musste ich unterschreiben, weil mysteriös. Zuckt doch noch die Nase, ja. Die Nase juckt. Das Näschen ist jucking. Ja, ich drehe gerade ein paar Zigaretten. Den Bestand wieder auffüllen, wie wir so schön sagen. Ne? Und dann mal überlegen. Also heute ist schon Mittwoch, gell? Ich kriege mal ein neues Spiel bei Epic. Ein neues Spiel hier im Epic Store. Mal gucken, was das für ein Ding ist. Dann habe ich heute beim Salzstängchen essen, ich mir irgendeins so in den Gaumen reingepiekst und auf einmal ist es immer dicker geworden, weil ich geguckt habe, war dann voll so Blut unterlaufen, ne? Dann musst du ja den Gaumen da, den Zipfel da, ne, wo da hinten im Rachen ist, draufgedrückt, damit das Blut ja rauskommt und dann, also schon mal dicker geworden, das schwillt ja an, ne? Da denkst du ja, ich hab aber Sticken hier. Mann. Sachen gibt's als Leute, das glaubst du als nicht, ja. Das glaubst du nicht. Ja, und gestern noch am Stream noch. Das Übliche, was ich immer erzähle, immer das Gleiche, was ich mache. Videos aufnehmen, Essen kochen, bla bla bla. Every day the same shit hier. Ja. Wie üblich, halt, du. Nichts Besonderes. Guck mal. Ich bin jetzt überlegen, ob mal so einen Tag Pause mache oder so. Vor dem ganzen Gedöns. Je nachdem, wie heute das Interesse da ist, ne? Machen wir vielleicht mal früher Schluss heute. Wohl früher Schluss machen, ja. Kann ja sein, da kann man auch mal hier ein bisschen. Weil der Mann hier, der muss auch mal ausruhen. Ne? Man wird ja nicht jünger hier, ne? Ja. Ich würde gerne mal irgendwie was erleben, so, ne? Im Real Life. So wie früher, mal fortgehen oder sich mit Leuten treffen.
Auch wenn man keine Leute hat hier, dann kann man sich auch nicht treffen, ne? Ja. Einmal mal so cool weggehen, die bisschen jetzt Smalltalk in real life. Bisschen labern, bisschen abhängen, gemütlich chillen miteinander, so, das wäre nicht schlecht. Ja. Weil das war früher immer so cool. So Wochenende, ne? Und dann triffst dich mit deinen Kollegen hier. Ganz Wochenende hier abgehängt, ja. Boah. Bisschen Party machen. Waren schon lustige Zeiten, ne? Früher. Wenn man da so also zurückdenkt, war doch schön, ne? Man hat zwar gearbeitet, aber es war doch schön, ne? Gerade die Wochenenden, ne? Wir haben es halt wieder rausgerissen für die ganze Woche. Ja. Und jetzt kommst du vor, wie so im Altersheim halt, nur halt allein, ne? Ohne weitere Anwohner im Altersheim, ne? Ja. Das ist schon was für nichts hier, ne? Kann man machen, nichts, ja. Gemütlich jetzt hier entspannen. Relaxing. Gibt's irgendwas Neues auf der Welt? Habe ich irgendwas verpasst? In den letzten 24 Stunden. Hat der alte Sack irgendwas verpasst? Ah, ich hoffe mal nicht, ne? Ich poste mal was. Wer weiß, vielleicht kommt hier jemand und sagt was. Hallo? Hallo du? Horst das Hähnchen? Ah je. Delon habe ich gesehen, spielt bei der Green Hell. Obwohl der nicht Cyberpunk spielt. Jetzt oder bei Green Hell hängen geblieben. Mich würde mal interessieren, ob er das alleine spielt oder mit anderen dann. Green Hell ist ja so ein Spiel, wo man eigentlich dann mit mehreren spielt, oder? Kollegen oder so, nicht? Oder kann man das auch allein spielen? Keine Ahnung. Habe ja jetzt mal lang hier rumgesucht, hier auf diesen. Auf Steam, auf den Key-Seiten und immer so, soll ich nicht, soll ich nicht, soll ich nicht. Aber mit dem Laptop ist hier dann lieber das, lieber nicht, bevor es dann nicht funktioniert, ne? Und wenn du da so ein Key holst auf den Key-Seiten für so ein Spiel, kannst du es halt bei Steam nicht zurückgeben, ne? Wie wenn du es jetzt bei Steam direkt kaufst, ne? Dann hast du mal die Arschkarte gezogen, ne? Aber da kann man es ja, wenn du innerhalb von ein paar Stunden, wenn du so und so viele Stunden gespielt hast, kannst du aber da zurückgeben, der bei Steam. Aber das ist halt wieder teurer, ne? Alter, lieber mal nicht, ne? Dann lieber die Schuhe holen. Ah ja. Oder gucken wir mal heute, auf was ich Lust habe. Lust habe ich auf vieles, ja. Nur, was habe ich? Schwierig. What have I? I have nichts. Wo ist denn der Rusty, der alte Sock hier? Ich kücke gerade mal. I take a look at the windows. Oder vielleicht, wenn es. Ne, Steam zu deinstallieren. Ne, ich habe es ja probiert. Habe wieder Dead by Daylight. Habe ich nochmal runtergeladen. Nochmal installiert. Ne? Und habe alles so gemacht. Das Easy on the Cheat. Nochmal dann hier abgecheckt.
überprüft, installiert, Dead by Daylight stand da, repariert, funktioniert, es läuft nicht. Dieser Fehler ist so bekannt und es heißt meistens dann in 99% der Fälle Windows Schaden. Ja. Und wird er dann deinstalliert, Dead by Daylight. Also, ich sag euch, ich weiß nicht, ich habe glaube ich fünfmal jetzt installiert, Dead by Daylight, und wird er deinstalliert. Ey, es ist schon krass, ja. Es ist schon krass. Schon krass, ja. Einmal schauen, vielleicht. Was haben wir denn da? Mein Soul in Sanctuary ist auch nicht schlecht. Wenn ich da nicht so schwer, also aber so ein dunkles Spiel halt, ne? Ja, so ein dunkles Spiel. Tomb Raider war noch das einzigste, ja. Tomb Raider oder Resident Evil? Nein, wir haben 8, ab 8 will ich aber nicht. Rocket League. Ah, Rocket League ist wieder so. Also jetzt Rocket League, CSGO, Left 4 Dead, Anthem, Resident Evil, Tomb Raider. After Hours war auch nicht schlecht. Was habe ich denn da auf der Platte? Ich muss mal gucken, was ich auf der Platte habe, ja. What have I in the Plättli? Ach, das ist ein Leerordner. Gehen wir. Base of Grace. Das wäre nicht schlecht, aber ich guck gerade mal hier auf dem Laptop, was ich so an Spiele tue. Dawn, Fully Earth Before Dawn. Ja, ich blick das nicht mehr, was ich da was ich da schon gespielt habe und was nicht. Immer schwierig, ne? Immer schwierig. Badabadabada. Nee, nichts Besonderes. Nichts Besonderes, ja. Da würde ich sagen, weil wir mal Tomb Raider starten, oder? So, machen wir das mal hier ab. Sound stoppen.
Aber ein bisschen Tomb Raider zocken. Ein bisschen Tomb Raider. Tomb Raider. Ba 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 Exit. Exit. Und oder Spiel eins, wenn man kriegt, oder? Tomb Raider. Wobei, Tomb Raider sind wir ja letztes Mal ein bisschen weiter gekommen, ne? Ich starte mal Tomb Raider. I started. Also ich muss erstmal hier erstmal Controller reinschmeißen. Das ist mal die Hauptsache, Grundvoraussetzung. Grundvoraussetzung. Oder ist es ja CSGO spielen? Könnt ihr auch mal eine Runde CSGO spielen, ich glaube, ich spiele eine Runde CSGO. Edelmene Miste, es rammelt in der Kiste, Edelmene Mu und raus bist du, ne? Auf was hab ich denn jetzt größte Böcke hier? Der Schwierige. Ich glaube, ich bin eine Runde Tomb Raider. Tomb Raider, Tomb Raider, Tomb Raider. Ich habe mich für Tomb Raider entschieden. Hier, da haben wir schon mal den Salat, ne? Tomb Raider. Komm, Laptop, mach hin. Mach hin, du blöder Laptop. Okay. Jesus Christ. So. Stream-Info bearbeiten. Spielen. Raider. Sprachlautstärke, Musiklautstärke. Ja, das passt, oder? So. Musiklautstärke, jo. So, Webcam. Mal umschalten hier, ne? Und schalte aber mal um hier. Erstmal umschalten. Wir schalten um ins neue Ding. Ins Sendezentrum. Wir schalten um ins Sendezentrum. Ins Sendezentrum. So, mal das ja Window Screen Capture hier rausmachen. Window Capture. Eins der Tomb Raider. So. Ah, so. Na, mal gucken hier. Dann schauen wir mal. Achso, ich habe gar nicht, wenn wir das Spiel hier gar nicht brauchen, die Tastatur. Oh. So, schließen.
weiter. Das hier war's, ne? I think so. I think so. Halten Sie linke Marken. Linke Box-Taste gedrückt halten. Hoppla! Hoppla, hoppla, hoppla! Oh, ich bin jetzt schon platt. Oh, Scheiße, Alter. Oh, ja. Au, 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 au. Au, 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 au. Au, 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 au. Oh, was mit der Drücke aus, Scheiße. Oh oh. Scheiße, weiter. Oh, Qualität, ich verpasse nicht mehr die Qualität. Ich glaube, die Qualität ist aber ein bisschen eigentlich scheiße, oder? Hilfe! Der Pilot. Ich muss zu ihm. Ja. Ich bin überlegen, ob ich was mit der Qualität machen soll. Überlegen. Pilot. The Pilot. Gibt's hier irgendwas Gescheites? Trapez schwenken Sie, Trapez, okay. Also die Qualität, ja, lässt doch ein bisschen ja zu wünschen übrig. Oder? Weil ich probiere gerade mal hier. Nein, das möchte ich gar nicht. Ich möchte hier in die Option mal reingehen. Grafikoption. Ich habe ja Fenster mal. Qualität hoch. Ich habe zum Fenster von meinem. Mach jetzt mal so. Maximiert. Nee, nicht maximiert. Ich probiere gerade mal. Helligkeit müssen wir höher machen. Erweitert. Die Qualität ist alles auf hoch, ne? Also liegt's am Stream. Schließen. Übernehmen. Nee, das maximiert nicht, ich möchte das hier. Aktuell 1000. Nein, das möchte ich übernehmen. Fensterformat, ich möchte aber kein Fensterformat. Wieso geht es hier nicht mal? Aber Fensterformat? Kann ich mir mal verraten? Warum im Fenster? Ah, Vollbild, du horchst. An. So, dann übernehmen.
übernehmen. Und dann mal schauen. Ja. Und dann mal schauen, ob es dann von der Qualität her besser wird. Jetzt haben wir mal Screen Capture. Mal gucken, aber dann läuft es oder nicht richtig hier. Dann ist wieder schwierig. Du hast hier Epic. Seht ihr, wenn ich weiter, dann läuft sie mich gar nicht mehr. Sobald ich es im Vollbild mache, dann läuft es gar nicht mehr. Nein, 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 nein. Spiele, allein die Spieloptionen. Grafikoptionen. Graphic. Dann funktioniert es nicht. Vollbild aus. Hallo? Übernehmen. Ja. Sonst läuft es flüssig. Ganz einfach, ja. Jo, schließen. So, ja, Tomb Raider. Automatisch. Ja, danke. Thank you for the music. Und dann kann es weitergehen. Weiter. Dann kann es weitergehen. Geht, es geht. Also, ich kann es nur immer im. Oh. Oh, scheiße. Oh. Ich glaube, ich bin runtergefallen, ne? Scheiße, Alter. Shitty. Blöde Grafik hier. Ja, hallo? Hallo, Lady? Nein! Nein! Soll schon ein. So eine hohle Nuss! Jo! Als ob die hohle Bremse. Da muss man auch noch schnell sein. Ach, scheiß doch die Wand, Alter. Lara, du hohle Bremse. Wieder was gemacht. Was ist das für eine Scheiße hier? So ein dümmliches Ding hier. Mann! Ey, kann man das so scheiße machen hier?
der Pilot ist ja wohl am Ende. Platt. Da ist was. Ah, ich kann doch irgendwie Feuer anzünden, oder? Kann ich nicht anzünden? Überall voll, ja. Hallo. Ich bin überall voll. Wieso schaust du denn da hin? Wieso schaust du da hin? Ich hab keine Ahnung. Aber immerhin habe ich den Horst hier platt gemacht, ne? Immerhin, ne? Hallo? Der war der Pilot, ne? Der Pilot liegt mal da komischerweise rum, ne? Hauptsache die Fackel in der Hand, ne? Geht ja nicht ohne. Ein Lagerfeuer. We have a Lagerfeuer. Ich kriege es nicht aus dem Kopf. Ja, ein Sturm aus dem Nichts. Bei klarem Himmel, der ein Flugzeug abstürzen lässt. Das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Tja. Ich kenne sie nur noch nicht. Ausrichtung. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen, einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot. Tja, Lady. Okay. Kann ich das? Da langt man wahrscheinlich nicht, oder? 300, rüber 300, ja, das ist ja kacke, ja. Ja, scheiße, Outfit. Was habe ich denn ein Guerilla-Outfit? Bergsteiger, das brauchen wir nicht. Also Schützen. Ja. Ja, ein Bogenschützenwettkampf auf zu. Jäger, brauchen wir mal Jäger. Jäger-Outfit, die tragen jetzt das Jäger-Outfit. Das kann ja alles nicht aufwerten. 200 auswählen. Belüfterstelle. Rücklaufbremse. Nee, brauchen wir alles nicht. Sonst habe ich ja nichts. Fähigkeiten kann ich nicht aufwerten. Oder? Das habe ich alles schon und da langt man das nicht. Da hab ich nichts. Ne? Dann schließen wir das mal. Ne? So. Was haben wir denn hier? Was ist denn hier? Alright. Gibt es hier noch irgendwo was Interessantes für die olle Lady? Lara! Was zum Teufel ist passiert? Ja, weiß ich auch nicht. Dieser Sturm, er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Das sind alles so voll. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay.
Also bei mir sieht das alles so detailgetreu aus. Und im Stream, von der Qualität her, ist auf Twitch ziemlich erbärmlich, muss ich sagen, ja. Muss ich ehrlich sagen, das ist ziemlich erbärmlich. Die Quali. Warum auch immer. Da ist die Qualität nicht so berauschend. Die Frage beantworte ich jetzt mal nicht hier. Vielleicht mehr wie du, hä? Wer weiß, wer weiß. Was guckt sie denn da runter, ja? Was will sie denn da unten? Was willst du? Willst du runterspringen oder was? Was guckt sie denn da, die hohle Nuss? Teil, ja, ja, cool. Nicht jemand! Hier drüben! Bin an ihrer Flanke! Rusher! Sie sind verwundet! Nicht nachlassen! Headshot. Oh, ja, wie gesagt. What? Schießen Sie Salben, what? Leer, ja, um das Feuer drücken sie leer. Was? Das schenkt man überhaupt nicht, ja. Was will ich denn jetzt schon, oder? Wo? Wo? Leer, du hole, du renn mal her. Jo, jo, die Olde. Oh, mein Leute. Habt ihr nichts anderes zu tun? So, warte mal. So, Nummer 1, Nummer 2. So. Und dann nächste auch noch. Ach ja, yeah, was mal ich machen muss. Ja. Stress hier. Seil neu ausgehalten. Ja, ich hab ein Seil, ja wunderbar. So, voll auf was hier nicht ablenken lassen hier, ne? Jetzt fliegt er schon da runter, was macht er da unten hier? Hole ihn uns. Knall mich doch um, ja. Okay, Brüder, wir haben. Zeig ich dir so.
hinterher. Ich bin zu dir doch noch. Moment, Uhr hört man hier, oder? Hallo? Laptop? Laptop. Ich bleibe jetzt am Wasser, ja. Hallo, ich glaube, ist lauter als echt. Das Spiel ist lauter wie ich. Hallöchen, Walle. Ja, ich weiß ja nicht, weißt du, wenn keiner da ist, dann sehe ich es nicht, weißt du. Ich grüße dich. Musik, ich mache aber die Musik schon ganz unten hier. Sprachlautstärke. Mal schauen, schließen. Weiter. Ja, ich weiß nicht mal, ich mache mal hier ein bisschen runter. Ist jetzt besser? Besser oder? Jo, ajo. Keine Ahnung, Wolle. Keine Ahnung. Das sind die üblichen halt, weißt du? Die üblichen Verdächtigen. Aber die Grafik bei Twitch überzeugt mich nicht. Also ich habe hier, ich spiele es in einer absolut coolen Grafik von der Auflösung her. Aber das, was bei Twitch ankommt, das kannst du echt vergessen, ja. Wenn ich das im Stream sehe, die Qualität. Doch, ich find's schlimm. Ich find's schlimm. Das, was bei Twitch ankommt, was das, weil mehr geht ja nicht, ne? Von der Qualität her auf Twitch. Also von dem her finde ich es dann schon erbärmlich. Ja. Die Quali. Zeig dich, ja, du Sack. Zeig dich, du Sack. Zeig dich. Noch jemand? Zeig. Naja, ich baller dich weg, ja. Es muss einen Weg nach oben geben. Was? Mittlere Maus hast du, um mit dem Seil herunterzuziehen. Es muss einen Weg nach oben geben. Das war's auch nicht. Hopp, 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 Baby. Hopp, hopp, überrückt für Oranje. Wie geht's dir, mein Freund? Wie war dein Tag so? Hier, ne? Hopp, 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 hoch, hoch. Immer schön hochgehen, Baby. Was, schon wieder voll? Wo muss ich jetzt schon wieder hin? Wo muss ich jetzt schon wieder hin? Keine Ahnung, ja. Wo gehen wir denn wieder hin? Ist da oben noch was? Hey, du sollst nicht da runterfliegen.
das Geräusche hier? Das könnte ein guter Punkt zum Einhaken sein. Jo, würde ich euch sagen. Wie mache ich das jetzt, oder? So, Leute. Jetzt hier, der Wackeldackel rüber schwingen hier, ne? Rüber schwingen. Hier sind überall nur Pfeile, der braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch. Und sonst ist ja nichts. Kann man da ziehen? Nice. Haben wir schon mal aufgemacht hier, ne? Immer noch so viel Pfeile. Gehen wir mal da rein, ne? Aktuelle Position Bergdorf. Wir sind im Bergdorf. What? Ich bin runtergerutscht. Oh! Oh, Kollege. Gut, dass wir da raus sind. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Ross. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday. Hier, Copilot Jessop von Flugzeug N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessop, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet. Bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Da ist kein Signal. Keine Antwort, Wolle. Und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Alright. Dann lassen wir ihn nicht sterben. Nein, wir lassen ihn nicht sterben. Erreichen Sie das Rauchsignal, jo. Tja, da raucht's halt mal, ne? Im Karton. Gibt's ja noch irgendwas Schönes für Rosi-Bärchen? Hier rund. Oh, 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 oh. Tja, Lady. Guck mal da runter, einfach runterhüpfen. Gefährlich, gefährlich. Wo könnte man hier? Aber normalerweise? Ich trau mich nicht. Soll ich da runterspringen? Oder lieber nicht? Oder bin ich dann gleich platt? Die Hütte ist sauber. Ja, die Hütte ist sauber. Jo. Ich glaube, das mit dem Springen, das lassen wir mal, ne? Das lassen wir mal mit dem Springen. Hier ist ein Seil. Kann ich hier runterspringen? Auch nicht so gut. Auch nicht so gut. Nee, du, nee, du. Das tut aber hier. Ja. Oh nein, nicht springen. Ah ja. What is it? Alright. Bitte sauber. Oben finden wir niemanden. Na
mag sein, aber Befehl ist Befehl. Ich gehe runter zu den anderen am Flugzeug. Du durchsuchst diese Ruinen. Ja, ich fange gleich damit an. Wie sieht denn das? Das ist eine Haufenweise. Das ist ja Haufenweise, ja. Und Stößel. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Oh. Halten Sie rechte Maus, um den Kamerawinkel anzupassen. Ah. Alright. Alright. Ich weiß schon, was wir gefunden hier, ne? Reliquien zu suchen brauchen wir nicht. Hab ich den jetzt abgemurkst oder nicht? Schon mal einen haben wir schon mal. Wo sind die anderen zwei? Hier war ja nichts. Jetzt fehlt noch der dritte, ne? The third one. Aber wo ist der? Wo bist du? Die waren noch zu dritt. Wo ist er jetzt? Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art Stadt gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Ross. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Nö. Noch nicht. Ist Lara bei dir? Ja, wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Ah. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Ja, hallo, wie komme ich da hoch? Ja, ich möchte da hoch. Tja, Lara, da ist schwieriger, da hochzukommen. Lady. Tja, wie kommst du jetzt wieder da hoch, ne? Du klein. Nein, spring mal nicht da rum hier. Tja. Spring mal, kleine Lady. Ah ja, alright. Oh, ich habe bald keine Munition mehr. Bald keine Munition mehr. Ist ja doch irgendwas, was man gebrauchen könnte? Ah. Haben wir nochmal hier einen Buddha anzünden hier? Schon ja, der nächste. Der Buddha Maker. Und das? Ah, das kann man auch anzünden. Ah ja, jo. Halten die zum Anzünden. Wieso hätte ich das anzünden sollen? Was? Nein, du sollst ja runterspringen. Jo, flieg hin, ja. Ja, kein Plan, ja. Da ist das Signal. There is the signal. Ja, in Position bringen, ja.
Bogen rausholen. Jo, und jetzt hier ganz gemütlich hochschwingen. Ah, wo ist denn jetzt der Rauch? Der Rauch ist weg. Where is the... Also, warte mal. Komm schon, wir müssen zurück. Ja, ja, warte, bis ich fertig bin. Scheiße, der Leute, da steht er. Hilf mir mal einer! Oh, kack mich doch zu hier. Ich habe gar keine Munition mehr. Nein, muss ich jetzt alles. Oh, nee, muss alles nochmal machen. Ach, kack dich doch an, Herr. So eine Kacke, Herr. Das ist ja schon mal der Ärger. Peinlich hier, ne? Ah ne, das hab ich ja schon angezündet. Warum man das hier anzünden kann, weiß ich auch nicht. Ja, fall hin, Baby. Jo, was ist jetzt? Was ist mit der kleinen Lady los? Ich da ist das Signal. Ja, freut mich für dich. Ich habe halt absolut, habe ich nichts an Munition hier. Ich habe gar, ah doch, jetzt habe ich wieder. Und bei dem habe ich gar nichts. No. Scheiße. Shit. Shit. Ja, ah, da krabbelt der. Aber sieh, von hier sieh ich es ja nicht, ne? Nö. Komm schon, wir müssen zurück. Ja, ja, warte, bis ich fertig bin. Überlegen, wie komme ich an die zwei am dümmsten ran, ne? Der ist ja gerade am Strollern da hinten. Okay, gehen wir. Sag mal, was machst du als erstes, wenn wir von hier wegkommen? Was gutes Essen. Jetzt was? Sind sie weg. Ja, was wird's denn sein? Jetzt sind sie weg. Ich könnte die zwei jetzt abmorgens, ne? Ich bin in einem Bachelor. In einem Zimmer mit einer Klimaanlage. Verstehe ich doch. Mist! Komm, push da an da. Hallo? Er ist jetzt runtergefallen. Wo bin ich denn hier? Ich muss aber die Statue noch anzünden. Da haben wir schon mal 5. Geht ja überall hier weiter. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich glaube, das sollte ich noch nicht sein. Das sollte ich, glaube ich, noch nicht hin. Gehe ich mal davon aus, ne? Ich habe ja eine Mission. Was geben, oder? Bin ich denn jetzt hier?
bin ich hier, Werner? Ich will nicht hier sein. Will ich hier sein? Jo, mach doch noch mehr Lärm. What the hell? Ah, Teile für den Bogen gefunden. Ja, der hängt auch mal da nur so komisch da rum, ne? Ich glaube, hier sollte ich nicht sein. Glaube ich mal nicht, oder? Rätsel über Rätsel hier, ne? Mit dem Berg hier. Hallo. Ach, guck mal, was gibt's denn da? Oh, eine komische Musik. Oh, oh, no, not good. Das war, glaube ich, nicht meine Mission, oder? Oder doch? What the Jesus? Nein, ich glaube hier, das ist noch nicht so. Ich soll ja hier. Oh, Lagerplatz. Oh, aber kurz ausruhen hier. Ich würde sagen, Upgrade bleiben aktiv, weiter. Cool. Recurve Bow. Fähigkeiten. Wir haben neue Fähigkeiten. Eine Fähigkeit haben wir wieder. Überlebenskunst. Haben wir die Jäger. Pistolexperte. Schmerztoleranz. Schmutzige Tricks. Aktive Experte. Ausweichhandler. Ausweichkill. Schmerztoleranz. Haben wir gemeistert. Gewichtheber, erfahrener Mörder. Schalten Sie Ihre Feinde mit Finesse aus, um größere Belohnung zu erhalten. Ah, da brauchen wir einen anderen Rang dafür. Sicher schon sind sie. Nee. Kämpfer? Das Deck brauchen wir eine andere Fähigkeit. Überleben. Knochen plündern sie Tierkadaver. Nee, da ist drauf geschissen hier. Pfeile wiederfinden. Oh, uninteressant. Nee. Alles uninteressant. Da brauche ich dann wieder Stufe 2, ne? Der Kack hier. Und Ausrüstung? Ah, Ausrüstung kann man verbessern. Waffe. Großraummagazin haben wir. Ah, Bogen. Verstärkte. Gewickelte Sehne, die eine höhere Schussfrequenz ermöglicht. Schlüsselring Abzug zu einer Schlüsselring der Uhr. Na, dann machen wir das halt mal, ja. Kann ja nie schaden, ne? Wir haben ja genügend. Hau weg die Kacke hier. Kann ich mal schließen hier? So, Lara. Nein, du sollst nicht hinhocken. Du sollst dich wieder hinsetzen hier. Aber ich glaube, da guckt man dann erst später mal hin, ne? Weil wir müssen ja jetzt zu dem Signal, zu dem Rauchsignal, ne? Wir sollen ja zum Rauchsignal.
Also gehen wir wieder zurück. Das mit der Höhle muss man dann irgendwie mal später machen, denke ich. Aber wir kennen ja jetzt schon mal hier die Hälfte, ne? Wir wissen ja, durch die Höhle geht's durch. So, Sweetie. Wieder durchkrabbeln, ja. Könnte sich auch mal wieder waschen hier, die Alte. Hä? Könnte sich mal wieder waschen hier. Ja, jetzt schmeiße ich die Fackel wieder weg. Hier, da müssen wir ja hin, ne? Aha, 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 aha. Alrighty, righty, right. Righty, right. You, Geronimo! Geronimo. Oh, was liegt da? Da liegt wieder was hier. Komm ich da drüber? Jo, hau mich. Fürs Gewehr haben wir ein Teil gefunden. Aha. Ja, den unten mal hier anzünden hier. 6 von 10 Statuen haben wir schon mal. Könnte man eigentlich... Nein. Hier rüber rutschen. So. Rup. Hoppla. Um zu springen. Jo, um zu springen. Ja, schön um zu springen. Bloß nicht runterfallen. Was war das? Ah, Eierbilderin. Tja, die böse Lara, ja, ja, da kannst du gucken hier. Eine Eierdiebin, ne? Lara, lass los. Ah. Houston? Lara, ich sehe dich nicht. So, was haben wir hier oben Schönes? Es ist Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Jo. Ich habe genug von Yamatai gesehen. Yamatai! Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt. Wie vermutet, kannte sie mein Ansinnen schon, als ich die Insel erstmals betrat. Sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche. Aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt. Aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren, denn das wäre unser sicherer Untergang. Das wäre unser sicherer Untergang. Von dem, was ich sonst gesehen habe, jenen finsteren Schrecken, kann ich nie widersprechen. Da haben wir es wieder. 20% alte Schriftrollen. Aha, aha, aha. Botschaft der finsteren Neuigkeit. Ah, gibt's hier noch was für ein Papa-Bär? Da gibt es ja so viel, ne? Ob ich da alles Richtige mache, das weiß man halt ab und zu nicht. Ich muss darüber. Ja, my lady, ich muss darüber, aber worüber? Da müssen wir hin, ja. Also mach keine Welle mehr mit deinem kurzen Hemd. Rinder ins Getümmel. Oh! Oh, das ist aber nicht gut hier. This is not good. Ja, scheiße, ja. Hoppla. Hoppla!
Ja, da kommt sie ja, die Olde. Da ist sie ja, ne? Lara! Lara! Captain Jessop! Captain Picard! Wo ist der hin? Ja, wo ist er denn? Ja, mal schön hier die Fackeln anzünden hier. Die Lichter, ne? Da gehen mir doch die Lichter auf hier. Gibt's hier nichts? Nichts für eine alte Frau. Gibt's hier nichts für eine alte Frau? Captain. Oh ne, hör auf zu rutschen hier. Kann man den ja nicht anzünden. Why? Hier gibt's nichts. Hey Lara, Roth hat uns von dem Flugzeug erzählt. Keine Sorge, wir kommen schon von hier weg. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Habt ihr was von Sam gehört? Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Das klingt gar nicht gut. Hey, keine Sorge, sie macht sicher nur eine Besichtigung. Mal laber nicht hier. Ihr müsst da drin vorsichtig sein. Viel Glück. Schlucht. Neue Lager entdeckt. Ausgedörrte Schlucht. Oh, wir sind schon am Lager. Oh, gibt's hier noch was? Oh, da gibt's noch was. Waffe fair, very what? Pause machen. Schon der Fähigkeiten. Ja, ich brauche keine Fähigkeiten mehr. Obwohl, Fähigkeiten brauchen wir immer, ne? Da haben wir 45%. Bin ich jetzt. Ah, Knochen da. Ne, bin ich schon. Ich. Pfeile wiederfinden. Ich kann mich immer noch nicht. Sicherer Schuss. Das einzige wäre sicherer Schuss, ja. Machen wir halt sicherer Schuss, ja. 4 Schuss meistern, ja. Irgendwas müssen wir ja machen. Sonst guckt man da nicht voran hier. Ne? So, jetzt kommt die Fackel mal anzünden, aber da ist es so dunkel hier drin, ne? Hier ist es so dunkel. Nix. Da pieselt's runter hier. Hä, ja, da sehe ich gar nichts. Hallo? Oh, diese Ruinen sind älter als die Kofun-Periode. Aha. Wieder was dazugelernt, ne? Mein, so sieht schon cool aus, ja. So ist schon cool. Eine Pilgerfahrt. Wo gehen wir jetzt hin? Eine Königin. Himiko? Himiko. Da waren wir ja von wo? Von der anderen Seite, ne? Captain Jessop? Captain! Heyo, Captain Jack. Ja, da hängt der Captain Jack da. Am Bengel. Captain Jessop? Ich glaube, das ist nicht so gut, wenn wir da durchgehen, oder? Jo, da liegt einer. Hallo?
Oh oh. Das war ja sowas von klar, oder? Für ein Kind hast du mir ziemlich viel Ärger gemacht. Aber du bist ebenso naiv und berechenbar. Tötet sie! Oh, voll auf die 12. Das sitzen die Oni-Wächter. Jo. What? Oh, jo. Nice. Na, hört sich immer lustig aus hier, ne? Da könnt schon mal hier aber gut durchgehangen hier. Jawohl. Was geht jetzt? Kleine lila Menschenfresser, oder was? Bewegen Sie nach links und rechts, um zu schwingen. Ja, Lara, eh? Welcome to the jungle here. Da stehen die Möbel hier, wieder eins am Wackeln liegt's hier. Alles dank Sportbär. Oh oh, oh oh. Was geht hier vor? So weit bist du noch nicht. In dem Spiel oder was? Ich hab jetzt mal mehr meine Waffen her, was ist das für eine Scheiße? What the hell? Hallo? Kollege? Was soll ich jetzt machen hier? Was soll die alte Hackbirne jetzt machen? Ah, das Loch hier. Da ist ein Löchlein. Oh oh. Tja, das ist für ein Kollege hier. Volles Kannibalenlager, ja. Scheiße, wenn man keinen Kühlschrank hat, eh? Das fängt doch an zu muffeln hier. Das sieht doch sympathisch aus, ja. Wie man es nimmt, ne? Wenn er nicht, wenn er hier einen auf die Mütze gibt, dann nicht mehr. Oh oh. Kloster an der Schlucht. Oh 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 oh. Oh je, oh je, oh je, oh je. Oh oh. Not good. Ich geh mal da links rum. Jo, da hängt schon wieder einer. Da liegt einer. Hallo, Kollege. Tjo, der hat auch schon hier die besten Zeiten hinter sich, oder? Jo. Was geht hier ab? Was hat die denn für eine Angst? Ein Geld komisch, oder? Tja, ich glaube, ich weiß ja nicht hier. Wo gehen wir denn jetzt hin hier? Hoffentlich funktioniert das Ding. Oh! Schützengraben, Schrotflinte. Abfeuern. Kann ich darüber sprechen? Sie suchen nach mir.
Tja, meistens so, ne? Game Design, wie viele Tone wollen wir einfügen? So viel wie möglich, oder? Was geht, alles reingepackt hier. Es soll ja auch was fürs Auge sein, ne? Gibt's ja nichts für mich, keine Geschenke hier. Ratten hier, überall diese Ratten hier oder Dreckzeug da. Ja, ihr habt da überhaupt keinen Überblick mehr, ne? Oh. Oh, Bossfight oder was? Nee, bloß nicht. Oh, oh. Ich hasse Gräber. Ja, ich auch. Eine Sonnenkönigin und ihre Sturmwache. Ist es das, was ich gerade gesehen habe? Himiko, die erste Sonnenkönigin. Das ist Yamatai. Je mehr, desto besser. Ist immer gut, ja. Du bist wirklich hier. Ja, sonst könnte man ja Mario spielen, ne? Super Mario, ne? Wenn keine Toten. Ich bin wirklich tot. Aber waschen können sie sich mal. Lässt sich schon ein bisschen arg dreckig, die Alte. Das sieht aus wie ein Feuerritual. Ein Opferritual. Schrecklich. Aber warum wurden die Frauen verbrannt? Eine Reise. Eine Pilgerfahrt nach... Ach, der Spielstuhl. Cool. Cool. Das packt mein Laptop leider nicht ins Spiel. Aber warum? Da ist meine Mühle zu schlecht. Das würde ich auch gerne so spielen, so Star Wars Dinger. Da bist du. Aber dann wird mein Spiel, mein Laptop total abqualmen. Ja, gar keine Chance. Da wird kein Wasser eingegossen, sondern Macht übertragen. Das ist ein Aufstiegsritual. Leider. Oh nein. Dankeschön für dein Follow. Ja, wenn ich spielen könnte. Oh. Jetzt bist du dran. Jo. Oh. Wenn ich spielen könnte, hätte ich mir das auch schon gemacht, ja. Oh, oh. Fresse. Aber mit meinem Gerät, da kann ich vielleicht ja noch einen Toast machen, ja. Aber mehr auch nicht. Mehr ist da nicht drin. Toaster. Ja, mal da. Waffenladen hier. Zack, zack, zack. Da haben wir auch noch ein paar Munition. Und da haben wir nichts mehr. Nee. So, liegt noch irgendwas? Tja. Was jetzt wieder tun hier, ne? Was jetzt wieder tun? Ah, da oben. Wo muss ich jetzt wieder hin? Was zum Teufel ist da unten los? What? 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 Was zum Teufel ist das? What? Ich möchte raus. Ich möchte... Faszinierend. What? Kein Problem. Ich grüße dich. Was muss ich jetzt schon mal tun? Irgendwas mit dem hier, oder? Das schwingt ja nicht umsonst, oder? Das schwingt doch nicht umsonst, das Ding. What? Help. Lara. What? Die Wächter können Sie haben. Ich verschwinde jetzt.
optisch alles nicht gut hier. Irgendwo sind sie hier. What? Lagerfeuer, ich brauche kein Lagerfeuer. Nein, du sollst nicht ins Lagerfeuer machen, du sollst nicht ausruhen hier. Tja, wo geht's jetzt wieder weiter? Die schaut ja nach da, ne? Sie schaut da runter. Hä? Was kann ich jetzt hier tun? Es ist aber ein guter Rat hier teuer, ne? Weiß es jemand? Nö, ne? Jo. Wahrscheinlich das hier, ne? Oh, oh. What? What? Hilf? Oh, nee. Mein Laterra kommt an. Komm, wir schauen Olympia. 2 Minuten später. Da passiert ja keine Unfälle. Das ist ja langweilig. Da macht er Biene Meier drauf. Was? Was hast du für Lehrer? Oh, 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 oh. Oh, Helfe! Als ob die sich da so heben könnte bei dem Sturm. Sehr komisch, ich glaub's auch hier. Oh, oh. Bloß nicht runter, Herr Olga. What? Einmal. Nee. Nein, das war ja mal der Schuss verschwendet hier. Was muss ich jetzt wieder machen hier? Hier komme ich nicht hin. What the fool? Ich habe keine Ahnung. Hier kann man nirgends hinschießen. Ich muss ja doch irgendwie durchkommen. Hä? Aber wie? Hallo? Tja, Lara Baby, hä? Da ist Scheiße hier gelaufen. Wie kommen wir da rüber? Komme ich da hoch? Ah ja, so. Oh, Mann, spring doch einfach rüber hier. So eine hohle Nuss. Hey, so, nicht schießen. Freunde, die Wächter töten uns alle als Einzelmänner. Wer sind diese Wächter? Was wollen sie? Zeitverschwendung. Oh, nee. Scheiße. Hey, hau ab, ja. Flutschibutsch. Schau ab, ja. Lass die meine Lady hier in Ruhe.
Jeez, der Weg hier raus war direkt unter ihnen. What? Unter ihnen. Hau ab, Herr. Nix hier fort. Oh, da kleppert überall alles hier. Mit der Glocke müsste es gehen. Mit der Glocke. Ah. Das kann man hier aufmachen, ja. Man kann es aufmachen und man kann es zumachen. Aha, aha, aha. Aber jetzt Rätsel oder Rätsel über Rätsel. Warte mal, das machen wir hier auf. Und machen wir das wieder auf hier. Balle, ich kann jetzt so nicht. Muss ich mich strecken hier? Oh je. Oh. War schon verspannt hier. Ich bin ja während im Spiel hier, muss ich noch Seniorengymnastik machen. Ah. Oh. Ein Mann quält hier. Ah. Ah, es fehlt nicht viel, es fehlt nicht viel. Hä, was muss ich jetzt machen? Hä? Hä? Ich hab... Was? Hä? I don't understand it. Die Glocke muss ja runterfallen. Wo ist ein bisschen. So passt es schon. Jetzt. Noch nicht. Hä? Hä? Ein bisschen wieder runter machen. Ich verstehe es nicht. Das Ding ist doch im vollen Saft. Also ich check's nicht.
das muss doch hier... Wie viel Mal soll ich das noch machen, ja? Oder das zumachen? Das wird er zumachen. Man muss links und rechts kaputt machen. Links und rechts. Ja, komm, Lady. Man muss also links und rechts kaputt machen. Ah, so wird ein Schuh draus. Alright. Aber der Rätsel wird gelöst hier, ne? So. Komm, Baby. Oh, daneben hier. Und jetzt müsste die Glocke runterfallen. Und jetzt müssen wir beide aufmachen. Nein, nein, nein. No! Ach nee, du blöde Sau hier. Du kannst mir doch am Arsch lecken hier. Ja, ich muss doch. Was mit der Glocke? Also, ich wollte hier dran. Scheiße, ey. Voll der Stress hier. Voll der Stress. Wollen wir das wieder aufmachen? Hopp, 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 hopp. Dreh, Baby. Jetzt, aber jetzt wird es funktionieren, oder? What? Oh ne, oder? Oh ne, nicht mehr raus. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Quick time. Ich hasse sie.
Ich hasse diese Quicktime-Kacke. I hate it. Ach, leck mich doch an den Chappy her. Ach, du dumme Nuss hier. Du dumme Nuss. Nein, das fliegt. Ich hasse Quicktime Events, echt. Aber auf den Tod hier. Ich sag's euch. Es gibt nichts Schlimmeres wie der Dreck hier. Und wo läuft sie denn hin? Frustrating. So. Ich bin schwach in der Erdbeer. Danke, ja, jetzt erstmal ausruhen hier. Hallo. Sam. Hallo. 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 Sam, hier ist Lara. Oh Gott, Lara. Es tut so gut, dich zu hören. Dich auch, Sam. Ist der Rest der Crew bei dir? Nein, ich habe das Funkgerät einer Wache gestohlen. Eine Wache? Ich wurde entführt. Was? Wo bist du? Ich weiß nicht. In einem japanischen Palast. Sie reden immer über ein Feuerritual. Lara, ich habe eine Scheißangst. Scheiße, da kommt jemand. Sie dürfen nicht sehen. Sam! Wie auf dem Bild in Himikos Grab. Roth, bist du da? Ein Freund in Not, finden Sie den Weg zur Basis der Solari. Werden die anderen auch dort festgehalten? Ich komme zu dir und wir gehen zusammen rein. Ist jetzt eigentlich noch jemand da? Mal so gefragt. Noch jemand da anwesend, bitte? Noch jemand da? Ja, manchmal nicht einmal was übersehe, ja. Weil sonst mache ich nämlich dann. Hier ist jemand tot. Da komme ich nicht hin. Hier vielleicht so. Nee. Hier wäre ein Lagerplatz, ja. Gerade als
als ich dachte, es könnte nicht mehr schlimmer werden. Was waren das für Dinger in dem Kloster? Sie waren gekleidet wie die Sturmwache und ihre Geräusche waren fast unmenschlich. Scheiße. Ja, scheiße, ja, ne? Knochensammler, Jäger. Es ist, als wären sie Überreste einer untergegangenen Zivilisation. Okay, jetzt klinge ich wirklich wie dead. Schmerzen, kann man da jetzt was machen? Und sie würden sicher nicht zögern. Paul, ich habe ja ab Rang 2 abgehängt. Bin ich immer noch Rang 1 hier? Sam ist in Schwierigkeiten. Ich bin Anfänger. Ich muss sie zurückholen. Sie verlässt sich auf mich. Und Kämpfer? Kann ich auch nicht überleben? Wer das ist, das wäre Pfeile wiederfinden. Knochensammler. In der Nähe von Feinden, um diese mit Axt anzugreifen. Ah. Alright. Ne, da jetzt auch keiner mehr on the road ist, würde ich sagen. Kommen wir zum Schluss für heute mit Tomb Raider halt, ne? Tomb Raider mal für heute. Jetzt auf jeden Fall wieder weiterspielen. Aber wenn halt keiner da ist, dann bringt es ja auch nichts, ne? Muss er dann auch nicht sein. So ganz allein auf weiter Flur macht er dann auch keinen Spaß, ne? So. Zurück zum Hauptmenü. Ah, so ist ein cooles Spiel, ja. Vor allem sind wir heute weit gekommen. Für meine Verhältnisse sehr weit, ja. Aber allein ist immer so. Kommt da dann keine Stimmung, aber wenn man sich nicht noch ein bisschen nebenbei so unterhalten kann, ne? Ja, ist halt schade, ja. Schade. Aber ja. Ist ja alles halb so wild. Schauen wir mal wieder Chat Setting. Laber ich halt noch ein bisschen. Etc. Ne? Etc. Pipi. Oh nein, Spiel beenden. Yes. Tja, da, ne? Das war's mit uns, ne? Jetzt im Spiel Rocket League Batman. Batmobile und holt das Batman Pack jetzt im Item Store. Item Shop. Batman. Naja. Aber war cool, weil. War lustig. Hallo? Hallo? War lustig, ja. Dieses scheiß Kabel da hinten. Dieses scheiß Kabel hinten. Naja, wollen wir ein bisschen Sound machen. Und dann vielleicht noch ein bisschen labern, ja. Oh je. Yeah. Da war das ja. Ich starte gerade mal. Cooles Spiel, ja. Aber das Problem ist halt, wenn du dann hier nicht gerade diese Triple-Spiele, Triple-A-Spiele machst, ne, wo angesagt sind. So also alte Sachen, wo. Das kannst du machen, wenn du hier eine große Community hast, wo sich auch gerne so Sachen anschaut, ne? Denen es eigentlich egal wäre, was du spielst oder was du machst. Ja. Ah, die soll nicht so. Nubo. Dann schauen wir mal. Oh, yeah. Vielleicht mache ich dann heute auch nicht so lang. Mal gucken hier. Ja. Immer halt so. Schwierige Zeiten hier. Wo sind halt meine Freunde hin? Die Fragen. Mal gucken, was mein Spinat macht. Ja, der ist noch drin. Der Spinat ist noch da. Guck
Gott sei Dank, der wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Wer da weg wäre, der Spinat. Ah ja. Aber ein cooles Spiel, ja. Wirklich cool. Aber wenn ich dann so sehe, wie ist das Spiel von der Grafik her und was dann hier bei Twitch ankommt, ne? Mit diesen paar Bitrate, wo du da bekommst, dann sieht es dann schon ein bisschen arg erbärmlich aus, muss ich ehrlich sagen. Echt traurig, man ist halt kein Partner, ne? Man ist ja kein Partner. Ich überleg echt, ob das bringt hier. Hier zu zocken. Wenn groß keiner da ist, ja. Man wird ja gern dann hier so ein bisschen sich noch unterhalten nebenbei, ne? So. Mal die anderen fragen, wie, was, Ananas, ne? Aber die Leute hauen ja gleich wieder ab, ne? Die sind aber dann alle up and away. Die Leute möchten sich halt nicht mit mir unterhalten, irgendwie. Hab ich so das Gefühl, ja. Keiner möchte Smalltalk machen. Warum nicht? Warum nicht machen Smalltalk? Bin ich so abstoßend geworden? Ja, Rusty kann schon das sehen hier. Könnt ihr jetzt mal schnell runterlaufen hier und die Sachen schon hochtragen, ne? Schon ganz nebenbei. Eine Runde aufs Ohr hauen. Oder einfach nur der Musik lauschen, ja? Oh, ihr Leute. Ich müde, ich kann nur so schließe meinen Beutel zu hier. Ja. Ba-da-ba. Das Licht abmachen. Licht abmachen. Im Dunkeln ist gut munkeln. Da wieder lieber Licht, oder? Ich will mal auf Discord gehen. Ich gehe mal kurz auf Discord. Auf Discord. Kurz auf Discord gehen. Di-di-di-di-di-di-di-di. Ja, mal kurz hier einblenden, ja. Schauen, was da so heute abgeht. Wahrscheinlich auch nicht so viel. Nö. Bam. Alter, Matthäus Spiel, was? Muck? Mal kurz schreiben. Mal kurz was schreiben hier. Mal schauen, ob ich eine Antwort krieg. Wenigstens auf Discord, ne? Mal kurz gucken, ob jemand das antwortet. Es sind ja ein paar da, ne? Bitte nicht schön. Du. Ich meine, hätte jemand was geantwortet. Ich kann mich wenigstens so unterhalten, ne? Wenn schon nicht hier im Stream, dann wenigstens hier, ne?
scheinen alle Millionen. Wo ist das Neusteher? Benachrichtigung, Ankündigung. Jetzt finde ich bei Ada allgemein. Ja, wenn man schon, Matteo schreibt gerade hier. Guck mal, was er schreibt hier. Hätte eigentlich aber durchkommen können, ne? Aber das wollen sie ja nicht, ne? Das ist, ne? Bin auch mal wieder was. Leider macht die Schule gerade nicht einfach, doch werde immer noch versuchen, in Gelegenheit vorbei auf Twitch zu schauen. Bin auch alleine im Stream. Aber jetzt, was könnte ich tun? What can I do with a drunken sailor? Trinken bestellen, ja. Alleine im Bett, ja. Alleine im Bett ist immer so eine Sache, ne? Ich bin immer alleine im Bett. Weiß ich, wo das Problem ist. Moin, moin, Matteo. Guck an. Ich unterhalte mich halt über Discord. Wenn schon keiner im Stream kommt, dann muss ich halt über Discord mal probieren. Ob da wenigstens mehr Smalltalk ist, ne? Heute mal auf der Couch, schreibt er. Erst schreibt er ich alleine im Bett und dann schreibt er heute mal auf der Couch. Ja, was jetzt, Couch oder Bett, ne? Schule ist halt immer so eine Sache, ne? So langsam geht's ja Richtung hier Endspurt, ne? Mit Sommerferien, ne? Hier das Ende vom Schuljahr, so langsam wird's kritisch, ne? I mean sie. Der Schweizer lebt noch. Freut mich. Die Schweizer, ja. Also die Schweiz Connection hier im Stream. Nicht schlecht. Ja, ist halt. Ich hätte jetzt noch Tomb Raider weitergespielt, aber. Wenn halt keiner mehr da ist, dann brauche ich ja nicht weiter spielen. Ne? Scheint dann doch nicht so fesselnd zu sein. Aber immerhin habe ich das Glockending hier geschafft. Immerhin. Immerhin bin ich da rausgekommen aus dem Loch. Ja. Naja. Aber ich glaube, mit dem Spielen, das bringt bei mir alles nichts. Irgendwie. Ich kann da keine neuen Leute gewinnen. Ja. Schon mal Payday geplayt. Ja, die Demo habe ich mal gespielt, ja. War ich sogar schon am überlegen, ob ich mir das holen soll. Für 1,09 € kostet es gerade. 1,09 € würde ich bekommen. Habe ich mir schon überlegt, ja. Ja.
hatte ich schon so. Das Payday 2 kostet 1,09 Euro. Da war ich so ein bisschen am Überlegen. Ja, muss ich ehrlich sagen, ja. War ich echt am Überlegen. Aber nachher Laufzeit wird er nicht oder so, weißt du, dann habe ich aber dann 1,09 Euro für hier in den Wind geschossen, ne? Ja, du bist ja dann der, eher dann hier FNAF Games, ne, oder? Matteo. Ja, ich habe ja heute Tomb Raider gespielt, weiter gespielt. Tomb Raider. Gestern habe ich Mortal Kombat gespielt im Stream. Heute Tomb Raider. Nicht nur FNAF. Was noch? Ich wollte ja GTA spielen, aber der. Da kommt mein Laptop nicht hinterher mit den ganzen Grafiken aufbauen, weißt du, die schnellen Landschaften oder so. Da kommt er nicht ganz hinterher. Den Prolog habe ich gespielt, ja. Kam ja auf YouTube raus, der Prolog. Aber dann mag er nicht, ne. Einfach zu schwach, das olle Ding, ja. Habe ich mir auch geholt für 4 Euro noch etwas, die Premium Edition. Toll, jetzt habe ich das Spiel und kann es machen, ne. Frustrierend, ja. Darum bin ich lieber nichts kaufen und bevor du das ganze Geld hier weghaust, wo du eh nicht zur Verfügung hast und da nicht spielen kannst, das bringt ja auch nichts, ne. Auf deinem, ja klar, Minecraft. Cuphead habe ich auch mal gespielt. Das habe ich auch mal gespielt, Cuphead. Habe ich, glaube ich, sogar noch. Und Minecraft ist ja absolut nicht meine Welt. Und Nintendo habe ich ja keins. Wenn man viel ragen kann. Ragen kann. Ah, aggressive. Naja, egal. Naja, ich glaube, ich bin zu alt für das Showgeschäft. Ja. Wirklich, ich glaube, ich muss in die Rente hier. Besser wäre es, in die Rente zu gehen, ja. Naja, was soll's. Kann man nichts ändern hier. Düdüt. Was macht der hier? Düdüt. Was ist denn das? Wave? Der Euro geht auf meine Kappe. What? Was macht denn da wieder? Ich weiß nicht, wer ist das jetzt eigentlich? Wer ist? What? Walle, bist du das? Bist du das, Walle? Walle, du bist doch verrückt. Du bist doch verrückt. Also, tausend Dank. Das
Oh Mann, ey, warte, kurz. Ich schreibe gerade mal. Also vielen lieben Dank. Verrücktes Huhn hier. Werde ich nach dem Stream gleich mal machen. Kurz hier. Muss ich das Ding hier kopieren? Kopieren. Werde jetzt aber schlafen gehen. Alles klärchen. Alright. Dann sag ich jetzt mal hier. Dann schlaf gut, mein Freund, und vielen, vielen Dank, ne? Ich wünsche dir was und pass auf dich auf. Grüße in die Schweiz. Mach's gut. Schlaf gut, mein Freund. Ja, morgen halt wieder Schule, ne? Das ist immer früh raus und Leistung bringen den ganzen Tag hier. Ich wünsche euch was, ihr verrückten Schweizer hier. Meine lieben Nachbarn, ja. Salü. Echt, das ist ein verrückter Haufen hier. Sag Bescheid, wenn es nicht funktioniert. Werde ich tun. Aber ich gehe gleich mal auf Twitch. Werde ich dann nach dem Stream installieren. Was? Packung Tomaten gleich 4. What? Packung Tomaten? Ich gehe mal kurz auf Steam. Ah, Franken. Fränkli, Schweizer Fränkli. Oh. Mal. So, mal. Was muss ich jetzt machen? Spiele. Ein Produkt bei Steam aktivieren. Gehen Sie bitte hin. Weiter. Zustimmen. Mal schauen hier. Einfügen. Weiter. Payday 2 Standard Edition. Alright. Hat funktioniert hier. Oh, 77 GB oder 78 GB muss ich. Oh. 78 GB. Das ist ja mal ein Wort hier, ne? Das hier, ich muss erstmal was runter. Muss ich irgendwas löschen hier. Also dann später mal deinstallieren. Aber es hat funktioniert. Hat alles funktioniert. Yep. Mal kurz die Anforderung. Ich weiß, ich habe da mal die Demo gespielt, aber das ist schon ewig lang her. Zu Weihnachten gibt es eine 5 Terabyte Festplatte. Ja, die kriege ich aber nicht in den Laptop rein. Das ist das Problem. Beim Laptop ist es etwas schwieriger, ne? Bei dir ist es natürlich, weil wenn man so einen PC hat, kann man sich schnell mal eine neue Festplatte reinmachen. Aber beim Laptop, da habe ich halt die Arschkarte gezogen, ne? Da ist immer der Speicherplatz sehr beschränkt, ne? Da ist immer nur wieder installieren. Glücklich, wer viel Platz hat, ja. Das heißt dann 83 GB. Oh, er braucht so viel. Aber das werde ich nach dem Stream dann machen. Aus welchem Kanton kommst du? Yeah. Also doch dann Schweizer, ne? Einmal in der Schweiz, immer Schweizer. Hubspitz? Ja, bei welchem Kanton zum Beispiel wissen wir jetzt immer noch nicht, ne? Zürich,
Bären, Graubünden. Graubünden gibt es ja auch noch. St. Gallen. Lecker Brot. St. Gallener Brot. Cool, cool. Wahnsinn. Der Wahnsinn. Das habe ich noch nie gehört. Die Denkhaltung habe ich noch nie gehört. Noch nie. Das muss ja dann ein ziemlich kleiner Kanton sein, oder? Noch nie gehört. Thun. Thun kenne ich ja. Thun. Aber solo Thun? Thun? Ah, ich sehe es ja nicht. Ich sehe mal, ich bin so. Ich ohne Brille bin ich blind. Ach, das sind ein paar Kilometer. Ja, ich bräuchte jetzt, wenn ich jetzt Auto fahren würde, so ein bisschen mehr wie eine Stunde wäre ich jetzt in Bern. In Basel. Ein bisschen mehr wie eine Stunde bin ich in Basel. Hallöchen. Boah, Frisur. Ja, so eine schöne Föhnfrisur an der Mockerspalte ist auch nicht schlecht, ne? Blockenwickler hier am Popöchen hier. Die Frisur sitzt. Dreiwettertaft. Frisch gestylt hier. Die Mockerspalte. Oh, müde hier. Gibt's ja jetzt Frühjahrsmüdigkeit hier. Momentan heute habe ich angefangen ja mit der 7. Staffel von Flash. Flash! Was mich wieder aufregt, ab Freitag gibt es ja hier wieder nur wöchentlich die neue Staffel von hier Captain Picard. Ne? Wöchentlich. Oh, muss schon ewig lang warten, bis die Staffel fertig ist. Ich hasse sowas. Wöchentlich eine Serie. Kann man das nicht alles hier auf einmal rausbringen? Dass man das an einem Stück angucken kann. Mist hier. Ah, da schauen wir halt Flash an. Ne? Flash. Zur Not, ne? Ist im Moment nichts Besonderes hier an Serien am Start. Wo auch hier vollständig sind. Gucken wir halt Flash weiter. Immer noch besser wie Stargirl, ne? Boom. Booyabäs, ja. Meine. Habe ich heute irgendwas verpasst so in der Welt? Irgendwas Interessantes passiert? Auch nicht so, oder? Also mitbekommen habe ich ja mal nichts, ne? Klar, wenn man den ganzen Tag schläft. Da bekommt man nicht so viel mit, ne? Als ob brauchst du immer, ne? Mann. Ah, schon verrückter Haufen hier, die Schweizer. Wer hat es erfunden? Die Schweizer. Der Herr Gamers ist gar nichts am Zocken oder so. Wundert mich, normalerweise ist er immer irgendwas am Machen. Aber heute gar nicht, ja. Alle hier Motor runtergefahren, ja. So geht's ja nicht, Leute, ja. So geht's ja nicht, ja. Hallo? Hallo, jemand zu Hause? Nobody's here. Rosti versucht wieder hier lustig zu sein. Ob das gelingt oder nicht, sagt euch gleich das Licht. Weil wo habe ich denn das eingestellt? Nee, ich möchte jetzt keine Nachricht. Oh, Lotto am Mittwoch. Oh, mal gucken hier. 1 Grad haben wir. 1 Grad. Düstere Aussichten beim Wetter. Meteorologen warnen vor Unwettern.
So, mal gucken wir Lotto am Mittwoch. Mal die Gewinnzahlen anschauen. Gewinnzahlen im Überblick. Hat meine Mutter No. Punkte, was? Punkte sammeln? What the hell? Nix. Scheiße. Mutter nichts gewonnen. Tja, doch kein neuer Laptop. Wieder mal knapp vorbei, ist auch daneben. Ne? Wieso kann die nicht hier diese scheiß Lottofee, wieso kann die nicht einfach mal hier gescheit hier die Zahlen ziehen, oder? Das ist ja leicht ärgerlich hier. Aber nur leicht ärgerlich. Wir wollen gucken hier, wo ich da am besten hier Platz mache. Auf meiner SSD-Platte kann ich es nicht drauf machen. Wäre schon mal schwierig. Weil ich da gar keinen Platz habe. Und schon gar keinen. Dann würde ich vielleicht 10 GB noch drauf kriegen. Aber keine 80. Da muss ich auf die HD machen. Ah, das müsste funktionieren, ja. Weil die Demo habe ich ja damals auch gespielt, das weiß ich noch. Es kam sogar auf YouTube, glaube ich, raus. Die Demo von Payday 2. Ja. Müsste es da noch geben, ja. Wenn mich nicht alles täuscht. Müsste, ja. Sollen wir jetzt mal was anschauen irgendwie? Lust auf ein bisschen was anschauen, was so passiert ist. Ah, ich schmeiß mal einen Browser an. Opera GX. Oh, es wird hell. Nein, nicht Twitch, Twitch. Bam, bam. Opera GX ist auf dem neuesten Stand. Yeah. So, dann gucken wir mal, ne? We take a look. So. Gucken wir mal. Jetzt bin ich schon wieder da unten hier. What the fool? So, Display Capture. Display Capture. Ah, gucken wir mal. Opera GX. What's new here? Ah, auf Twitch gehen. Mal gucken, ob der Lord noch da ist. Lord Osch. Spielt er noch Green Hell gerade? Er ist schon wieder fertig heute. Kein Problem. Muss ja auch mal sein, ne? Was hast du denn Leckeres gegessen, Wolle? Matteo, ich komm schon mal ganz durch hier mit den Schweizern. Was gab's denn Feines? Counter-Strike. Apfelkuchen, oh, lecker Apfelkuchen. Schön dann noch mit dick Sahne oben drauf. Und dann noch so ein bisschen warm. Oh, das ist was Feines, ja. Das ist was Feines. Oh ja. Elden Ring, spielst du auch so mit Ricotta? Oh. Wow, lecker, lecker. Ricotta ist auch so ein geiles Zeug, ja.
Spielst du eigentlich auch Elden Ring? Interessieren dich solche Spiele auch? Elden Ring. Ich habe mir das ja bei PeteSmith hier stundenlang angeschaut. Also, ich weiß nicht, wie man da so gehypt sein kann. Elden Ring. Klar, man muss es halt mögen, ne? 24 Stunden auf tropischer Insel, der Fritz. Nicht so. Ja, es gibt ja Leute, die das absolut mega suchten. Ich habe gerade geschaut, weil vorhin hast du die ganze Zeit gespielt, Green Hell, wo ich Tomb Raider gespielt habe, ne? Bin ja bei Tomb Raider ziemlich weit gekommen heute, ne? Und da habe ich jetzt gedacht, ja, guck mal, ob der Lord noch hier am Start ist, ne? Aber das ist Feierabend gemacht. Eigentlich habe ich ja gedacht, du spielst heute Cyberpunk weiter. Habe ich gedacht. 10 größten Fehler in berühmten Filmen. Script for Chester's hier, ja. So here I am once more. In a playground of a broken heart. Wann tritt die Cola aus dem Becher? Was? What? Ich habe mich in einer Influencer-Gewinnspiel reingekauft und das ist passiert. Autobahnraststättentest. Der Autobahnraststätte. Bin noch in einem anderen Sim und Marble. Ah. Marbles, das könnte ich auch nochmal probieren, ja. Marbles. Muss ich mir mal drauf machen und dann nochmal probieren, Marbles. Dieses Mürmelchenspiel, ne? Die grüne Höhle braucht dich. Cool, cool. Nicht schlecht. Ich werde jetzt dann mal, weil der liebe Walle hat mir ein Spiel geschenkt. Vorhin. Hat mir ein Spielchen geschenkt. Er muss Platz machen für 80 GB Spiel runterladen. Installieren. Ein verrückter Kerl, ich sag's ja. Die Schweizer. So muss leider gehen, doch vielleicht schaffe ich es diese Woche noch. Macht ja keinen Stress, Matteo. Ich wünsche dir was, ne? Und lass dir einen Apfelkuchen schmecken. Sag Grüße zu Hause, ne? Ah, hat mich gefreut, dass du noch vorbeigeschaut hast. Ja. Schönen Abend ja noch, ne? Und schlaf gut, mein Freund. Schlaf gut, mein Freund. Ja. Oh ja, Autobahn-Raststätten-Test. Mal kurz reingucken hier. Willkommen zu unserem Video. Restaurant WS Ost Autohof. WS Ost Autohof. Zu unserem kleinen Raststätten-Test hier. Mal kicken, was hier so ein Autohof kann. WS Ost. Ich hoffe wirklich, dass man das essen kann jetzt hier. Wir haben es morgens um 6 Uhr. Und wir gucken jetzt mal, was das gute Restaurant hier direkt am Autohof Raststätten kann. Ja, alle klar. Raus. Ja, wir, meine Damen und Herren, machen uns gerade auf. NRW. Ich kann diese Zone nicht mehr hören, ne? So, ich konnte so. Nicht mehr hören. Oh, ich leider mal. Voll. So. Restaurant. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie man einen Satz anders anfängt. So, Freunde. BS Ost, Digga. Jetzt geht's ab. Raststätten-Test. Wann war ich das letzte Mal an der Raststätte? Ist auch schon eine Weile her, ja. Ventilator? Hast du Bock auf einen Ventilator, Digga? Vielleicht gelbe Warnjacken, Digga. Den gibt's ja einfach alles so. Alles, ich möchte alles. Früher bin ich als nachts an so Tankstellen gefahren, hier auf der Autobahn. Einfach nur hier gemütlich ein Käffchen trinken. Schöne Brezel essen hier. Autohof Klassiker. Einfach nur auf der Autobahn rumdüsen. Hin, zurück und wieder heim. Käsewurst, Rostbratwurst, Leberkäse mit Spiegeleier. Haben die auch was mit Wurst? Kleine Schnitzel.
Auf Toast mit Champignons und so. Ich bin gleich wieder Hunger, ja. Hallöchen, guten Morgen. Kriegt man gleich wieder Hunger. Na klar. Die leckere Currywurst. Mhm. Wenn du Käse machst, soll ich eine Käse-Currywurst nehmen. Eine Käse-Currywurst? Die ist total lecker. Achso, meinst du, so eine Schnitzel hier. Ah, das ist zu viel am frühen Morgen. Ja, hallo, normales Frühstück willst du? Frühstück, ja. Da wäre ich nicht abgeneigt hier, okay, so. Alles ausgemacht bei euch hier? Stark. Ich hab Bock auf jeden Fall. Dann nimm mal die Currywurst mit den Kartoffelsalat, würde ich sagen. Bockwurst und Bauernfrühstück. Drei verschiedene Sachen für unsere Zuschauer, genau. So machen wir das. So eine richtige hier Autobahn-Raststätten-Tour mal machen. Nachts, wenn es dunkel ist, losfahren und dann von einer Raststätte zur nächsten, ja. Genau. Oder jemand durchfordern, das wäre nicht schlecht, ja. BS Braunschweig, naja, alles klar. Sehr, sehr höfliche Frau, muss ich mal sagen. Wirklich, ne? Früh morgen, dass du jemanden triffst, der wirklich so höflich ist. Und so Bock hat auch zu arbeiten. Genau. Und die Empfehlung ausspricht. Die Dame hat mir gerade wirklich meinen Morgen schon versucht. Morgens um 6 Uhr gibt es hier die ganze Karte. Digga, können wir darüber reden, dass du hier Gyros, Nudeln, alles essen kannst und so einfach. Und du stehst hier so am Autorasthof, Digga, um 6 und könntest jetzt einfach den Gyros reinzimmern. Starken können wir. Gyros, oh. Ich möchte auch Gyros. Jetzt bin ich wirklich im Alter angekommen. Jetzt sitze ich hier mit zwei anderen alten Männern am Rasthof und trinke meinen Kaffee. Das ist immer so negativ, Rede. Also, es ist doch schön, wenn man langsam bei von der Brötchen wirst und aufhörst. Findest du, das ist was Positives? Was ist denn jetzt an einem Kaffee alt? Ist für alte Menschen gedacht. Kaffee ist für alte Menschen. Kaffee ist ab 18 für mich. Oh, ein Käffchen. Ich bin noch sehr. Soll ich mir ein Käffchen machen? Ist auch gar nicht schlimm, ich verbringe gerne meine Zeit mit euch. Mit meinen Brüdern jetzt hier. Hätte ich jetzt auch Bock drauf. So, er möchte hier. Habe ich noch Süßstoff? Das sieht richtig gut aus. Nee. Eine gute Bocki, das Bauern. Und die Käse-Curry, ne? Ich sage vielen lieben Dank. Oh, da muss ich wieder. Nee, muss ich wieder aufstehen, scheiße. Also ein Käffchen mal wieder trinken, ja. Käffchen ist schon was Geiles, oder? Oh, so ein geiles Omelett hier. So ein Bauernfrühstück, ne, mit schönen Kartoffeln, Speck, Zwiebeln, oh, Spiegelei. Aus dem Fernsehen Kabel 1 immer so mäßig kenne. Oh. Alles Ramsches und Scheiße ist. Mann. Emil, ich will auch. Ja, die Bocki, hat die den Knack? Ja, probier mal. Simon, wirklich? Komm, du als alter Mensch weißt, wie ein Bauernfrühstück schmeckt, Alter. Das ist lecker, wa? Und erstmal, wie es angerichtet ist. Ja. Da wurde sich einfach auch Mühe gegeben, das wurde nicht einfach aufgeworfen. Das riecht lecker. Sehr gut, muss ich sagen. Boah. Die Würzgurke drauf, guck mal hier. So was ist halt was Leckeres, wenn du, das wäre das Richtige für mich, so ein Bauernomelett oder so ein Bauernding da, ne, Bauernomelett, so eine Knackwurst noch dazu, oh, das ist ein Riesenteil, ne, das Richtige für Papa Bär hier, gib mir doch auch mal ein Stück hier, rinn in die Schublade hier. Rinde mit! Das ist eine leckere Bockwurst. Das ist eine richtig gute Bockwurst. Boah. Das ist ein super warmes Brötchen. Das ist jetzt Brötchen, bräuchte ich nicht hier, unbedingt. Höchstens aber schön dicker Leberwurst drauf. Käsecurry. Hast du schon mal eine Käsecurry gegessen? Ich auch noch nicht. Was hat denn er da drauf? Was ist denn das? Ja. Und jetzt würde ich sagen, einmal schön hier durch und dann. Ist das Kartoffelsalat oder was? Muss ich aber ehrlich gestehen, ganz anders als Currywurst bei uns in Berlin, Digga. Probier mal. Ganz anders. Da bin ich jetzt gespannt, wenn wir anfangen, Digga, unsere Review-Folgen zu drehen. Ich würde gern, ich suche jemanden, der mit mir mal hier ein bisschen auf Tour geht. Zusammen irgendwas unternehmen, von draußen irgendwie so ein Livestream mal zu machen. Das wäre, manchmal zu zweit unterwegs sein, das wäre richtig geil. Da hätte ich so Bock drauf, ja Leute. So Bock drauf. Und der Kartoffelsalat? Lecker, lecker, lecker. Leckerer Kartoffelsalat, wollte ich gerade sagen. Da hat es gerade im Gehirn ausgesetzt, mal ganz kurz. War wahrscheinlich der Schluck Kaffee am Morgen.
echt und selbst gemacht, wa? Wenn der Rest genauso schmeckt, die auch da gerade. Ja. Lass doch mal auf der Rückfahrt irgendwann das Gyros hier probieren. Hier einfach nochmal ran und so. Ja, sehr lecker. Hat einen süßigen Touch. Wunderbar für Frühstück, absolut Hammer. Jetzt probierst du aber noch. Frage, wollt ihr den Teil 2 überhaupt sehen hier von der Raststätte? Also, das ist sympathisch, als ob die das nicht sehen wollen. Wenn das Video auf der 8000 Links hat, schon mal, dann drehen wir hier Teil 2. Wir sind sehr überzeugt von deinem Essen bis jetzt. Ja, ist super, schmeckt wieder. Klasse. Das ist schön. Das ist schön. Ich will auch essen hier. Damals schon. Jetzt gar nicht mehr. Damals. Jetzt machen wir YouTube und verdienen anders unser Geld. Aber deswegen machen wir halt so Essenscontent und so. Und man sagt ja immer, an guten Bratkartoffeln, da dann so einfach Sachen wie ein Bauernfrühstück, erkennt man noch einen guten Koch, oder? Ja, einen guten Koch. Was erkennst du denn auch noch? Ja, zum Beispiel an den Bratkartoffeln. Was meinst du jetzt? An vielen Sachen erkennt man einen guten Koch. Was meinst du denn? An den dicken Bauch? Ein dicker Bauch, ja. So, und Rindermit. Rindermit. Ich fand sie sehr lecker. Keine Frage. Nur das Einzige, halt der Knack ist ein bisschen anders als bei uns in Berlin, aber trotzdem super lecker. Ja, die Konsistenz der Wurst ist. Voll. Ja, und vor allen Dingen frisch selbst gemacht alles, ne? Und wie du das halt angerichtet hast, fand ich auch sehr schön. Ich nicht, der Koch. Bitte so, ja, aber hier, ich meine den Laden hier an sich. Ja. Mhm. Und Simon? Die ist ja weich, ne? Mhm. Ist richtig weich. Also, schön konsistent, ja. Was soll man jetzt hier noch groß zu verlieren? Das ist ein super, super gutes Essen mit super freundlicher Bedienung und einem super süßen kleinen Laden hier. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Ja. Dankeschön. Hast du meine Spielsucht auch mit drauf gehabt? Nee, zum Glück nicht. Da hinten, naja. Nein, reden wir mit. Ich bin ja vom Glücksspiel, aber. Ich probiere nur einen einzigen Laden, der ist schwach hier. Der ist schwach hier, ich hab gedacht, die... Sind der berüchtigte Kai? Ich hab gedacht, die probieren da mehr hier. Hallo? Schwach hier. Ist was passiert? Ich muss auch was erzählen. Was? Was ist passiert? Das ist Survival Money. Erstmal herzlich willkommen hier im Stream. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, in der letzten Zeit verfolgt mich so ein bisschen das Pech. So der bisschen. Pech. So ganz dezent. Mich auch. Ja. Plötzlich gewohnt, ja. Nicht so positiv ist. Mich hat eine Nachricht ereilt, die mich tatsächlich ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat, ein bisschen Probleme bereitet und ich aktuell ein bisschen, ja, ich sag es mal, den Hut auf habe, doof gesagt. So. Ja, Runtime hat mit mir die Zusammenarbeit beendet. Was ist Runtime? Alles cool, ne? Weil in der normalen Wirtschaft draußen, egal wo es ist, es ist immer so, dass irgendwann irgendwo eine Geschäftsbeziehung beendet wird oder, keine Ahnung, jemand gekündigt wird oder. Das kennt man ja aus dem ganz normalen Berufsleben. Es trifft mich natürlich genauso. Leider trifft es mich ein bisschen härter, weil ich gerade denke, so scheiße. Unimog-Projekt, ne, zu stemmen und so weiter, wird jetzt... Ja, naja, also das ist natürlich... Was ist Runtime? Kenn ich geil. Also, ich sag's mal so aus dem Gefühl heraus, ungünstiger hätte der Zeitpunkt nicht sein können, aber gut. Ja. Tja. Warum ist eine Sache, die ich so gar nicht kommunizieren darf und auch gar nicht brauche und ich möchte, ist auch nicht wichtig, aber ihr wisst selber, in der freien Marktwirtschaft, jeder von euch, der angestellt ist, kann auch damit rechnen, dass er. Ich bin freischaffender Künstler, ja, ne? Jemanden kündigt oder die Zusammenarbeit beendet. Davor ist man nie gefeit. Warum jetzt und wieso? Das ist natürlich obliegt komplett Runtime. Ne, das ist jetzt ist auch nicht wichtig, weil am Ende zählt, dass quasi die Zusammenarbeit beendet wurde. Und gut, halt jetzt ein bisschen Probleme, aber ja. Das Leben wäre ja langweilig, wenn es easy laufen würde. Okay, jetzt habe ich gedacht, wunderbar ist hier, verstehe ich, was passiert ist. Ist gerade so ein bisschen, Pechsträhne ist halt wirklich, trifft es ganz gut. Es verändert sich gerade unglaublich viel. In jegliche Richtung. Künstlich nix. Ich muss komplett wieder neu. Nichts Interessantes. Ich merke auch selber, gerade so körperlich und geistig. Bin ich ganz froh, dass Corona gekommen ist, weil es mich ein bisschen. Jo, bla, 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 bla. Okay, warte. No Movement Challenge, was? Vampire-Survivor darf ich noch nicht bewegen, was? What? Raus aus den USA, ja.
Nee, nichts Besonderes. Nichts passiert so. Oh, das ist mein Abos. Halt, stopp. Nope. Alter, das schaue ich mir alles nachher an. Am späteren Abend. Es ist lecker, dass man jeden Tag kochen kann. Klar, man kann vieles Leckeres jeden Tag kochen, ne? Gibt ja vieles, ne? Gibt ja vieles. Machen wir kurz Ende hier. Kurze Ruby Switch. So. Guck mal, ja, zeige ich schon, das ist doch immer eher ein Scheiß. Hallo? Kamera? Ah, das scheiß Kabel da hinten, ja. So. wie groß ist denn das mal? Da muss man kurz nochmal aufs Team gehen. Mal schauen. Oh, wenn er hier was zusammenkommt hier. Oh, kurz wieder einloggen. Ah, ich bin abgemeldet. Wie groß ist denn Marbitz? Marbitz. Weil wenn ich jetzt gerade hier live bin, dann kann man das nämlich mal testen. Mal Bibliothek. Kyle Marbles on Steam. Einmal Shopseite. Gucken, wie groß. Gucken, wie groß es ist. 10 GB. Oh ne, das ist aber zu lang. Arbeitsspeicher 16. Oh, 16 GB. Was Marvels braucht, denn 1070er? Ah ne, das geht bei mir eh nicht. Eine 1070er ist empfohlen. What? Oder besser. Und mindestens eine 1060er, ja, dann kann es ja nicht funktionieren. Ja, dann ist mir ja alles klar, ne? Dass Marvels nicht funktioniert. What? Jo. Alright. Dann ist schon mal alles klar. Warum das nicht funktioniert hat. Kann ja nicht, wenn ich nur eine 1050er habe und sie wollen mindestens eine 1060er haben. Hat das kann ja nicht funktionieren. Ne? Das haut ja von Anfang an nicht hin. Ne? Das kann ich funktionieren. Nee. Alright. Dann hätten wir das jetzt geklärt. Ich habe gedacht, es braucht viel weniger. Puh. Krass, oder? Da denkst du an nichts Böses, ne? Und dann sowas, ne? Ja, total eher unterschätztes Spiel. Ja. Total unterschätzt. Wahnsinn. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber klar, bin cool und mit der. Ja, mein. So krass. Wie so ein Spiel so viel. So anspruchsvoll sein kann. Obwohl es eigentlich nur. Es rollt halt ein bisschen, ne? Und mehr macht's ja nicht, ne? Krass. Ist schon verrückt, ja. Verrückte Welt, ja. Da kann mein alter Laptop leider nicht mithalten. Nee. Da kann ich nicht halten. Wahnsinn. Wo soll das alles noch hinführen, ja? Richtig müde. Müde bin ich, Känguru, schließe meine Beutel zu. Naja.
werde ich nachher mal schauen, was ich dann runter mache. Ne? Irgendwas muss ich ja runter machen von meiner Mühle. Aber was? Vielleicht mache ich Left 4 Dead runter. Oder ich mache nicht mehr. Ich könnte mal die Complete Edition runter machen. Das könnte ich runter machen. Complete Edition. Among the Sleep runterschmeißen. Und vielleicht Resident Evil. Vielleicht Resident Evil runterschmeißen. Dann hätte ich auf jeden Fall genügend Plätz hier, ne? Plätz in der Tasche. Ja. Warte mal gucken. Wäre halt eine coole Sache, wenn das funktioniert, ne? Wäre cool, ja. Marvel. Wahnsinn. Jetzt habe ich gedacht, ich kann mal das halt nochmal probieren, jo. Man sollte vorher immer mal lesen, ne? Dass ich das letzte Mal nicht gesehen habe. Das ist schon mysteriös hier. Was mache Rosti, Mann? Krass, ja. Da sitzt man nun, ne? Wie bestellt und nicht abgeholt. Oh je. Genickstarre, leichte Brain Dead. Ah, vielleicht noch ein paar Runden CSGO spielen, ne? Vielleicht oder einfach nur ganz tiefenentspannt hier sich auf die spätere Beschäftigung freuen. Oh. Ja, ich könnte jetzt ja gerade so hier mich hier an der Decke aufhängen und dann hängen lassen, ne? Ja. Du. Oder spiel mal eine Runde Scriblio im Netz, oder? Könnte man eigentlich auch machen. Scribble little. Oder spiel ein bisschen CSGO. Ja. Lieber nicht hier, bist du jetzt so schlecht. Auf das Payday, das freue ich mich, da freue ich mich schon drauf, ja. Ich hoffe, es funktioniert, ja. Aber damals hat die Demo, wo ich gespielt habe, ja auch funktioniert, ne? Gucken wir, ne? Wäre nicht so schlecht, ne? Wird mit Sicherheit Spaß machen. Ja. Ja. So ist es. Soll ich jetzt noch was spielen oder nicht? Soll ich nicht? CSGO spielen noch ein paar. Bisschen hier Deathmatch hier. Bisschen Leuten auf die Mütze hauen. Bisschen planlos in der Gegend rumrennen. Leute abballern. Ja, ich könnte mal starten hier. Die habe ich da, entweder kann ich da. Oh.
Oder das nee, After Hours, das kennt wieder keiner. Er spielt ein bisschen CSGO. Bereit zum Starten. Spiel startet sobald bereit. Wird aktualisiert. Dass es sich immer aktualisieren muss, ist blödes Spiel, oder? Warum? Sag mir warum. Oh ja, es braucht mich jetzt zum Starten, ja. 4 Sekunden. Oh. 1 Sekunde, ja, was jetzt? 22 Sekunden, 19. Haben wir's dann? 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 4 Sekunden. So, dann hier. Wo ist das C? C, eins. So, dann haben wir das. Dann haben wir das hier wieder rein. Ah, Spiel starten. Nein, das wollte ich doch nicht. Oh, was macht er jetzt wieder? So, dann machen wir das mal hier mal ab. Exit. Exit. Nein, Snap-Ding machen wir auch nicht. Quit. Quit. Oh, jetzt warten wir mal drauf, dass es anfängt, ne? We are waiting for the beginning of the stream. Dann machen wir das mal hier Cam. Ja, starte ich jetzt, oder? Ah, ja, starte ich. Das muss mal. Webcam. 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 Wo ist mein... Ah, da. This one. Das ist mein Webcam. Dann machen wir das so. Und hier. So. Also. No. Das machen wir ein bisschen hier runter. Oh, das ist ein bisschen höher. Ja, so. 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 Ja, machen wir. Counter-Strike. Sühl. Screen Capture. Ey, startet mal. So, dann gucken wir mal. Hat das jetzt geändert? So, Window. Ah, da wird Automatik. Automatik. Oh, da wird er wieder 10. Ist immer, bis er das gefunden hat, ja. Braucht es halt so eine Weile, ja. Transformation. Ah, bin ich mal steigen. Mal gucken hier, ob er die Kategorie jetzt geändert hat. Twitch. Ah ja, jetzt hat er es realisiert. Jetzt hat er es realized. Aktualisieren. Und dann schauen wir mal, ein bisschen Deathmatch machen, ja. Das ist geil, nur. And let's go ready to rumble. Bam, bam. Bam, bam. Bam. Let's roll. Jetzt kommt wieder ja die Oberlutschbirne, ne? Aber bis der Chat das mal hier rafft, dass er hier die Kategorie geändert hat, da dauert eine Weile, ne? Na, gucken wir mal.
guck mal, was hier Sache ist hier. So, wir hier ja ranzoomen hier, ne? Damit ich auch mein Laptop hier besser hier in den Griff krieg. Ah, Weißmann hat's auch schon mal geschnallt hier. Server Informations werden abgerufen. Dann ruf mal. Hallo, hallo? Jemand zu Hause hier? Ja, was geht? Was geht, du labes Ding hier? Ja, da schon der Hyper. Oh, Hyper. Hyper. Oh, danke schön. Nur nicht zu wild machen, ja. Scheiße, Banane. What? Von hinten hier? What the fool? Hä? Von oben? Schlecht. Der hüpft da rum hier. Wie so ein Horst des Hähnchen, oder? Scheiße. Big Daddy. Doch echt nichts hier. Ich triff keinen. What? Kommt schon mal von hinten her. Gibt's doch nicht. Habe ich überhaupt schon einen Kill? Nee, oder? Yeah! Ja, jetzt kommt Schrot hier. Fertig, aus die Maus. Krieg dich doch. What? Guck dir mal da von hinten. Ja, gibt's doch wohl nicht. Bist du ein blöder Sack hier. So ein Simpel hier. Why? Scheiße. Oh, da kommt noch. Scheiße, die Bandale.
wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte doch nur schießen. Ich bin wirklich miserabel in dem Spiel. Geht doch wo her? Good one. Aber immerhin habe ich wenigstens ein paar getroffen, ja? Simpel. What? Wieso komme ich da nicht raus? Du Drecksack. Mehr war nicht drin hier, ne? Mehr gegen dich. Der ist mit. Was? Fresse. Na, Office schon, Office. Office, geh mal in Office. Du weißt gar nicht, geh mal Office. Office. Office? Office? Oh, ein, zwei Runden hier gehen immer noch. Für einen Feierabend. Geh ich schon immer drin, ne? Muss ja, ne? Militia. Ich mag Militia nicht. Ich mag mir nicht schon. Das ist scheiß Map nicht, ja. Ich mag sie nicht. Recht. Ich trau mich nicht. Nicht viel fort hier. Nicht viel fort. Ding.
Jo! Naja, AWP oder was? Dusel. Ich hau ab. Ab in den Bunker hier. Chicken. Ja, war gar nicht so schlecht hier. Ne? Schlecht. Ah, ich AWP nehmen. Wenn nichts mehr hilft, hilft das, oder? Wenn nichts mehr geht, geht das hier. Oder auch nicht. Ja, kannst du die Waffe anschauen hier. Wenn keiner kommt, dann ist scheiße, ne? Von hinten, ja, das gibt's aber nicht, oder? Du Dreckarsch. Idiot. Idiot das. Hast du denn, ne? Jo, danke. Danke fürs Gespräch hier. Danke. Haben abgemacht. Scheiße. Nee, du. Where are you? Von wo? Ja, ich hab gerade abgedrückt! Penner, ja. That's not good. Ja, danke. Danke. Das ist nicht mein Spiel, ich sag's euch. This is not my game. Big Daddy. Big Daddy. Komm nur her. Wo schieße ich eigentlich hin? Wo schieße ich hin? Danke, danke. Thank you. Thank you very much. Wir sind ja nicht unfair heute, ne? Danke, wenn ihr es gut seid, wäre ich abgemacht, ja. Hey, platt gemacht, ja.
platt gemacht, ja. Ohne Wenn und Aber, ja. Nix da, ja. Rinn ins Getümmel. Und ab hier vor. Jo. Von wo? Von wo? Von wo guckt der schon wieder? Der Penner. Die Flachzange. Hä? Where are you? Ja, auf die Entfernung ist schon mit so einer Schrot hier nicht viel anzufangen, ne? Herr, er stand doch genau vor mir, Mann. Taugt das Gedöns überhaupt was, ja? Kommt aber von hinten her. So ein Arsch. Da war halt ein schlechtes, ne? Ja, kommt bitte einer von hinten her. Die guckt immer nur von hinten her, ne? Egal, was du machst. Oben, unten, links, rechts, bitte. Zum Abbrechen hier. Echt zum Abbrechen hier. Come on. Where are you? Ich treffe nichts. Nee, das ist gut schon. Gut gekillt. Schießt durch die Wand durch hier. Boop. Von wo? Die Cheater hier oder was? Nein. Nee. Zu schlecht, ja, zu schlecht. Zu pur. Nee, ich denke mal, wir machen heute ein lieber mal hier endliches Ende für heute. Ja. Heute ist tot. Tote Hose hier. Tote Hose. Ja. Tot aus. Ja. Kann probieren, was ich will. Heute ist nicht der Tag des Herrn hier. Nicht der Tag des Herrn. Ja. Juicy Chatty. Chatty Chatty. Ich bin nur am Kategoriewechsel etc. pp. Da. Nee, dann werden wir vielleicht heute ein bisschen früher fertig Feierabend machen, mal gucken. Komm mal, mal Epic, komm mal, wieso hab ich Epic? Achso, bring Tombräder. Ich könnte mal kurz gucken gehen. Ob oder wie oder was. Oh, entspannt. Tief entspannt. Aufs Klo gehen, aufs Klo gehe ich jetzt dann, ja. Mal aufs Töpfchen gehen. Und dann mal vor die Tür schauen, was Sache ist. Ob oder was oder wie oder wo. Und dann vielleicht mal, weil ich heute Abend, heute Nacht hier alles mal runterschmeißen, deinstallieren etc. und das hier installieren. Das werde ich auf jeden Fall tun, ja. Aber jetzt gehe ich erstmal dann ein Wasser lassen, ja. Ein Weserschulose. Noch schnell. Nee. Na. Ein Weserchen lassen, das mache ich jetzt schnell. Super Scene. Was? Wo ist meine Pipi-Pause?
nicht runterfallen. Bin gleich wieder da. Ne? Gleich wieder da. Ja, also es ist nichts vor der Tür. Es ist nichts vor der Tür. Das heißt, ich muss jetzt hier runter wackeln und runterwackeln und alles hochtragen. Oh. Muss ich mindestens zweimal laufen. 100 pro. Oh. Das kotzt mich jetzt schon ein bisschen an. Das alles hochzuschleifen. Kack, die wollen dann her. Ja. Aber ich werde jetzt dann auch für heute mal hier Feierabend machen, weil ziemlich K.O. Na, ziemlich K.O. eigentlich nicht. Ich würde jetzt gerne noch weitermachen. Hätte voll Bock irgendwie. Aber die Leute wollen nicht so recht, ne? Die Leute haben nicht so Bock. Ja, im Moment, momentan gibt es auch irgendwie wichtigere Themen wie alles andere, ne? Ist halt eine momentan schwierige Situation hier auf der Welt, ne? Ja. Könnte man so einen Charity-Stream machen. Hilfe für Rosti. Spendenmarathon. Streamen für neuen Laptop. Wenn ich jetzt einen 12-Stunden-Stream machen würde. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, mittags um 2 anfange, das wäre dann bis nachts um 2, oder? Sind es 12 Stunden? Ja. Könnte ich eigentlich heute mal machen, oder? So ein 12-Stunden-Stream. Oder halt morgen, ne? Mittags anfangen, 12-Stunden-Stream. Streamen für einen neuen Laptop. Wäre eine Idee. Werde ich wahrscheinlich machen. Ja. Nach dem Essen dann heute Mittag loslegen und dann hier 12 Stunden streamen. Für einen neuen Laptop. Ja.
Mal gucken, was haben wir heute? Morgen ist Donnerstag. Donnerstag. Wäre eine Idee, ja. Mal schauen, wie ich mich fühle heute oder morgen nach dem Essen und dann mal gucken. Aber eine Idee wäre schon, hätte ich schon Bock drauf. Also von 2 Uhr mittags bis 2 Uhr abends oder 2 Uhr nachts ist jetzt auch nicht hier die Welt, ne? Könnte man auf jeden Fall tun, ja. Wäre was, ja. Vielleicht gewinnt man da mehr Leute, ich weiß es nicht. Kann ich nicht so beantworten. Vielleicht gelingt man das ja so. Ja, können wir mal probieren. Mal gucken. Am besten mal überraschen lassen und dann sehen, was wird, ne? Ja. Ich schneide jetzt noch. Falscher Sender hier. Wer streamt jetzt gerade noch? Oh, alle noch hier am Rumgedönsen. Ja. Ja, GTA. Euro Truck Simulator. Just Chatting. Mario Kart. All diese Sachen hier, ne? Alles das, was er rostet, ich kann hier. Oh, ein Fool. Foolish. Ah, probieren wir mal, ja. Schlimmer kann es ja nicht werden, oder? Nö. Alter. Ja. Die letzten Nachrichten sind ja schon eine Weile her, ja. Stunde, knappe Stunde, ja. Es ist schon sehr schwierig hier. Zu labern, das ist nichts los, ne? Das sind immer so Momente, wo man sich denkt, ja, bullet in my head und bad bad. Naja, gehen wir halt runter und tragen das ganze Gelumpe hoch, was da unten steht. Bleibt jetzt ja nichts anderes übrig, ne? Ja. Nun denn, da würde ich halt sagen, wenn keiner mehr Interesse hat. Was eigentlich schade ist, so, ne? Aber was willst du machen? Wer wollte halt hier in die Arbeit stürzen oder so? Oder ich gehe mal schnell runter und guck. Und warte mal, vielleicht kommt noch jemand, ne? Ich mach nochmal Pipi-Pause rein und dann geh schnell runter und guck mal, was alles unten liegt, ne? Das könnte ich auch machen. Ich gehe jetzt mal schnell runter. Treppenhaus runter. Schauen, was unten liegt. Und dann. Oder so, ne? Vielleicht erbärmt sich ja dann der eine oder andere, mal was im Chat zu schreiben, ne? Wenn nicht, dann schreibe ich was. Post ein Smiley. Fertig. Ein Emote, ne? Smiley. Emote. Muss man aufpassen, ne? Emote. Oder Meme? Ich weiß es nicht. Emote. Ja. Vielleicht hat da hier noch einer Lust, hier sich mit einem alten Mann zu unterhalten. Aber nicht nur das, ne? Wer unterhält sich schon gern mit einem alten Sack, ne? Man ist halt eben ab einem gewissen Alter irgendwie so auf dem Abstellgleis, habe ich so das Gefühl. Da bist du nicht mehr so up to date, so gehypt, ne? So, guck da an her. Da hockt dein Sinn im Nest. Ich muss doch mal die Socken über die Hose machen, ne? Sonst friert's Beinchen hier. Jo, ich sitz mal ein bisschen anders schön, ne? Bisschen quer zum Gedöns hier. Ja. Ich laufe jetzt mal schnell runter und guck. Ja, bin gleich wieder da. Gerade mal Hose anziehen, Schuhe anziehen, Treppe runterlaufen. 5 Stockwerke, dauert ein bisschen. Aber ich komm gleich wieder.
natürlich verzogen, Prost die Frau. Habe ich irgendwas Sinnvolles gemacht heute, ne? Wie irgendwas Sinnvolles Hallöchen, mein Lord. Ich bin am Arsch. Fick schon alle her. Leck mich an die Dächer. Meine Schuhe wieder ausziehen. Schuhe ausziehen. Leck mich an die Arsch. Scheiße, Mann. Ich kann nicht mehr, ich bin am Ende. Oh, boah, Gott, Mann. Ja, ich bin so fix und alle. Fertig mit Marbles. Ihr habt geguckt wegen Marbles. Das braucht ja die Mindestanforderung für Marbles.
Abo empfohlen, ist die Mindestanforderung. Nicht einmal die Grafikkarte habe ich, meine ich ja noch schlechter wie die Mindestanforderung. Ich brauche nicht installieren. Oh, mein Knie. Mein Knie ist im Arsch. Ah, leck mich an die Kappe. Keine mehr. Das scheiß Trinken hochholen unten. Oh. Ich werde jetzt auch gleich ins Bett gehen. Ja, ich mache auch nicht mehr. Ich habe jetzt nur schnell unten hier das Trinken geholt, wo mit Amazon gekommen ist. Ich bin total am Ende. Und deswegen einem kleinen Sixpack trinken. Also ein Sixpack Pepsi Max Sherry. Sicher, ich bin total am Ende hier. What the fool hier. Aber da werde ich dann vielleicht überlegen, wie's heute so oder morgen nach dem Essen, wie mein Allgemeinbefinden ist. Vielleicht mache ich morgen dann mal so einen 12-Stunden-Stream. Mal schauen. Ich werde auf jeden Fall jetzt das Spiel da noch installieren. Alles so ein paar Spiele deinstallieren, damit ich Platz bekomme. Und dann werde ich das vom Walle, wo er mir da geschenkt hat auf Steam, werde ich auch mal installieren und vielleicht mal zocken dann morgen. Bock habe ich drauf. Weil die Demo habe ich ja damals gespielt und fand es auch ziemlich cool. Mal schauen, ob es funktioniert. Freue mich auf jeden Fall drauf, ja. Er hat ein Spiel geschenkt, Wahnsinn. Und Tomb Raider werde ich auch irgendwann mal wieder weiterspielen. Es sind ja gut durchgekommen heute. Mit Tomb Raider. Das mit der Glocke. Gut überlebt, ne, nach 30 Mal tot. Aber immerhin habe ich die Glocke geschafft, ja. Die Glocke ist runtergefallen. Bumm. Gucken wir mal, ja. Küken. Ich denke, werde morgen auch wieder 12 Stunden im Dschungel gehen. Ja, erstmal Frage, spielst du das dann alleine oder noch mit anderen zusammen? Oder so Singleplayer-mäßig? Singleplayer, gehe ich mal davon aus, oder? Weil Green Hell kann man ja auch hier mit anderen zusammen spielen, oder? Das ist doch Green Hell. Wo man hier da so Sachen craften muss und so Zeug. Ist eine offene Multiplayer-Map, ah. Aber wo dann so andere Leute so auch rumlaufen, ne? Ah. Also so wie so Online-PvP. Kommen in den 12 Stunden einige rein, ah. Aha. Cool. Ja. Aber kostet halt momentan, ich glaube, Green Hell kostet momentan 9,99 €, glaube ich. Waren gestern auch zwei da, die haben alles kaputt gemacht. Gleich erschießen hier. Knüppel auf den Kopf hier und an den Füßen aufhängen am Baum. Ja, sowas ist immer ärgerlich, ne? Wenn dann solche paar Halbstarke kommen, genauso wie ein Chat, wo dann blöd machen, ne? Kannst du kicken, ja. Ja, aber ärgerlich ist dann trotzdem, weißt du, wenn sie alles hier platt machen, ne? Da würde ich ja gleich aggro werden, ja. Nee, muss ich mich beherrschen. Ja, das ist überall so, ne? Heute auch kaum einer da. Und dann sind mal kurzzeitig, wo ich da gespielt habe, ein paar so Kollegen da reingekommen, wo dumm gemacht haben. Ja. Weißt du, wenn du dann gerade noch am Spielen bist, ne? Dann musst du dir dann noch hier entsorgen, noch nebenbei, ne? Das ist immer so. Ja.
ja, so ist halt, ne? Das harte Leben hier im Online-Multiplayer-Spiel, ne? Da steckst du halt nie drin, ne? Ja. Man weiß nie, was auf einen zukommt, ne? Wie im Real Life auch. Draußen ist auch natürlich purer Überlebenskampf. Darum schon mal hier meine Fleckentarnhose angezogen, ne? Der harte Überlebenskampf, ne? Wie im Dschungel hier, ne? Na, dann werde ich halt mal das Payday 2 probieren, ne? Payday. Ach, der liebe Jake, schau da. Ja. Payday, das ist Zahltag. Mal gucken. In der Hoffnung, dass es einigermaßen hinhaut. Habe die 1 gespielt. Payday 1. Ich habe nur von Payday 2 damals die Demo gespielt und auch ein Video davon gemacht auf YouTube. Das war das Einzige, wo ich das mal gemacht habe. Und es hat mich immer so gereizt. Ne? Ich war schon lange überlegen, ob ich mir das hole, weil momentan ist es sehr, sehr günstig. Mit dem Key hätte ich es für 1,09 Euro, glaube ich, bekommen. Und der Waller hat mir das jetzt da geschenkt halt. Habe ich doch heute gespielt. Ich habe mir heute Tomb Raider gespielt. Ich glaube, 2 Stunden oder so habe ich es gespielt heute. Wenn mich nicht alles täuscht. 2 Stunden. Knapp. Ja, ich habe kein Zeitgefühl. Ha doch, Tomb Raider werde ich auch weiterspielen. Ah ne, ich habe dann gefragt, dann war ja keiner mehr da, ob noch überhaupt jemand da ist und dann habt ihr keine Antwort bekommen. War ja keiner mehr da. Und dann habe ich ja dann einen Schluss gemacht, ne? Wo dann keiner mehr da war. Ja. Bin ja dann gut durchgekommen und dann mich ins Lager gesetzt und dann habe ich dann Schluss gemacht, ne? Ja. Weil ich bin halt jemand, der nicht gern so alleine spielt, wenn, dann möchte ich auch noch ein bisschen so kommunizieren, Leute, wo wir dann vielleicht auch helfen oder Tipps geben, weil jeden Tag alleine spielen tue ich ja, wenn ich meine Videos aufnehme. Und wenn ich alleine bin und spiele, dann verliere ich schnell die Lust, weißt du, wenn man so ganz alleine ist, ohne irgendwie noch ein bisschen so nebenbei zu kommunizieren, dann verliere ich schnell die Lust am Spielen. Dann mag ich nicht mehr, weißt du, dann, oh nö. Dann kommt bei mir nicht so dieses Spaß-Feeling rüber, ne? Das ist halt. Ja. Darum könnte ich jetzt auch nie zu Hause hier stundenlang am Fernseher sitzen und jemand spielen. Da hätte ich gar, da kommt bei mir keine Satisfaktion. Kann ich nicht. Wenn jetzt noch jemand da wäre zum Zuschauen oder so, wo du dich noch nebenbei so unterhalten kannst, das ist wunderbar, weißt du? Aber ohne das, da fehlt mir was. Das ist wie hier ein leckeres Essen ohne eine geile Soße. Geht auch nicht, ne? Zum schönen Essen brauchst du eine gute Soße. Oder einen guten Film anschauen, eine gute Serie anschauen. Ohne das macht es auch keinen Spaß. Ich würde jetzt nie essen hier, ohne hier was anzuschauen. Oder was anschauen ohne Essen. Kann ich auch nicht. Ich könnte mir nie einen Film angucken und nichts dabei essen. Mein Essen essen. Geht nicht. Da fehlt mir was. Und so ist halt, ne? Und wenn die Leute halt nicht kommen, dann mache ich halt, ja, dann machen wir halt Feierabend dann. Beim Spiel. Und spiele es halt irgendwann wieder weiter. Das läuft mir nicht davon, ne? Das lasse ich ja auf dem Rechner. Oder auf meinem Laptop. Das tue ich ja nicht deinstallieren. Aber ein paar andere Spiele, wie Among the Sleep, werde ich deinstallieren. Resident Evil mache ich mal runter. Brauche ich ja im Moment nicht, weil ich brauche nicht 20erlei Spiele machen.
Das werde ich runter machen. Und dann vielleicht noch Killer Instinct. Mal schauen. Mal gucken. Weil wenn ich mich prügeln möchte, dann spiele ich dann Mortal Kombat weiter. Weil da muss ich ja dann wieder einen Story-Road machen. In die Krypta möchte ich mal schauen, ob ich da irgendwo das blöde Teil finde, wo mir fehlt. Ja. Und ja. Ja, so schaut's aus. Jetzt überschlagen sich wieder die Antworten. Ja. So ist halt, ne? Standard, ich hasse diesen Spruch. So ist halt. So ist halt. Aber so ist halt, ne? Warum soll mir das auf Twitch gelingen, was mir auch auf YouTube nicht gelungen ist? Nur, das Problem ist, wenn ich auf YouTube streamen würde, da ist 10-mal so viel los im Chat wie jetzt bei Twitch. Nur verstehe ich 3-mal die Hälfte nicht. Weil dann kommen da hier die Englisch sprechenden, die Russisch sprechenden, alle Nationen und ich verstehe sie nicht. Aber da ist ein bisschen mehr los. Auf YouTube. Ja. Aber auf Twitch funktioniert es irgendwie nicht. Das haut nicht rein hier. Aber mal schauen, vielleicht mache ich ja morgen den 12-Stunden-Stream von so vielleicht 2 Uhr, also 14 Uhr bis 2 Uhr Nacht oder so. Mal gucken. Je nachdem. Naja. Es liegt nicht in meinen Händen hier, ne? Nee, ich mache jetzt einen. Oh. Mein Schlüsselbund. Ah, ich lieg auf. Ah. Au. Mein Schlüsselbund. Ich habe einen Lego-Stein. Lego. Ja, da werden wir dann so langsam 4 oben machen. Und dann hier seitliche Segeln. Ich glaube, ich suche mal meine Handschellen. Ich habe noch irgendwo Handschellen rumliegen. Und kennt mich da hier ans Bett. Naja, Rossi, hör auf zu labern. Schweine labern auch nicht. Ja, ist auch schon kurz vor 12, oder? Time to say goodbye. Ich glaube, ich muss immer noch 10 Mal, oder? Hört man die, muss mal kurz gucken, hört man die Musik eigentlich? Hört man die eigentlich? Mal schauen. Ja, sagt dann keiner was. Gleise, oder? Alles klar, mein Lord. Mein Außenposten, ich wünsche dir eine gute Nacht. Träum was Schönes. Alles klar, mein Lord. Mein Außenposten, ich wünsche dir eine. Nanu? Titi. So, ein bisschen höher. So. Ja, da passt es. So, jetzt wieder. Jo. Das muss passen, oder? Ja, das passt. Nun denn, da würde ich sagen, machen wir heute auf Feierabend. Stürzt mich jetzt hier in die Arbeit. Mal die ganzen Pakete, wo heute gekommen sind, von Amazon aufmachen.
den ganzen Schlunzer versorgen. Und dann Essenkuchen, ne? Essenkuchen, nur ein paar Videos aufnehmen und dann einfach mal überraschen lassen wegen morgen. Spiele deinstallieren, installieren. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich sag nochmal tausend Dank an den lieben Walle für Payday 2, wo er mir geschenkt hat. Euch allen danke, wo vorbeigeschaut haben. War leider mal wieder sehr ruhiger Abend, ja, aber vielleicht kommen wir mal wieder bessere Zeiten. Mal schauen, wenn nicht, shit happens, ne? In diesem Sinne, ich wünsche euch was, bleibt anständig, brav und gottestreu, schlaft gut, meine Freunde, träumt was Schönes und vor allem bleibt gesund, ne? Und hoffen wir mal, dass es irgendwann wieder besser wird hier auf dieser verrotzten Welt hier, oder? Dass irgendwann mal alles wieder normal wird und warum können die Menschen nicht in Frieden leben, ne? I don't know. In diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben. Passt auf euch auf, gell? Ciao.